Nichiyobi no ban. Gogodokuji. Weltraum Affen wa koko ni imas. Ja. Das war jetzt klingonisch oder was? Das war jetzt, um den Upload-Filter zu umgehen. Also. Wir senden doch heute von den Spielen, die nicht genannt werden dürfen, wenn man nicht verklagt werden will, direkt aus Tokio. Also. Deswegen habe ich heute mal auf Japanisch begrüßt, damit auch die japanischen Zuschauer was davon haben. Ja, das hieß natürlich Sonntagabend 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Ja, das ist richtig. Ja. Ich begrüße euch am Weltstinkefingertag. Das ist doch mal ein schöner Tag. Und die Leute in Berlin, die feiern den so richtig. Na ja, mal gucken, wer da gewinnt in Berlin. Ist noch nicht ganz raus, glaube ich. Ist das auf dem Bild der Typ, der den Weltstinkefingertag? Das ist eine kleine Maskottchenpuppe, die ein Engländer für ihn angefertigt hat. Also das ist auch ein etwas älterer Artikel. Die Bewegung, die hat so ein bisschen nachgelassen an Intensität, aber vielleicht nimmt es ja nochmal wieder an Fahrt auf. Der Weltstinkefingertag soll quasi auch eine Art Unterstützung für Protestbewegungen weltweit sein. Also die Freiheit, seine Meinung dadurch zu äußern, soll quasi gefördert und unterstützt werden. Und dem können wir natürlich auch nur zustimmen. Wer mag es nicht, einfach mal den Mittelfinger rauszuholen? Den ersten Fotobeweis eines Mittelfingers gab es im Jahr 1886 bei einem Baseballspiel in New York. Und seitdem hat sich das kulturell durchgesetzt. Im Jahr 1960 war das dann auch in Deutschland angekommen. Im Jahr 1986 gab es, glaube ich, den ersten Gerichtsprozess um einen Mittelfinger zeigen in Deutschland. Und im Jahr 2012 wurde der Weltstinkefingertag ausgerufen. Eine ehrwürdige Tradition, wie ich finde. Wann war der Effenberger Stinkefinger? Man muss aber auch darauf hinweisen, dass das in Deutschland immer noch zu einer Strafe führen kann. Wenn man diese es zählt als Beleidigung, ja. Dabei heißt es doch nur ein Bier, bitte. Aber wenn ich da jetzt eine Maske aufhabe, dann kann ich den Finger doch gar nicht mehr riechen. Tja, ich meine, wo gehobelt wird, da fallen Späne, Chris. Ja, in diesem Sinne, bleibt heiter und weiter. Wir haben viel zu tun heute. Ja, aber wir haben auch viel Kleinkram dabei, zum Beispiel dieses hier. Die Anna Schneider von der Welt wurde von jemandem bei Twitter als Freiheitsextremistin bezeichnet. Diese Bezeichnung fand sie dann ganz gut, hat sie sich quasi zu eigen gemacht. Und dann kam hier Herr an Palagan und twittert einen Screenshot von Wikipedia zum Thema Extremismus. So als ob das irgendwas jetzt bedeuten würde. Irgendwas im Bundesamt für Verfassungsschutz, bla bla bla. Ja. Also, da habe ich dich aber erwischt, du Extremistin. Und die Anna Schneider selbst sagt dazu, ist ihnen das nicht peinlich? Und ja, vor allem auch freiheitlich-demokratische Grundordnung wird hier unten erwähnt. Also ist die dann nicht der Definition nach dann selbst schon? Ja, aber Freiheit führt uns doch in den Faschismus. Das wissen wir doch. Die Freiheit, die ich meine. Also, ach, aber Wikipedia, Herr Analpacker, eine gute Sache. Ja, und dann gab es hier noch wieder mal so ein bisschen Beef in der FDP-Blase mit Herrn Brechtgen und hier dem Ombudsmann, dem Herrn Gurul, hatten wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Der hat ja früher mal in seinem Profil diese Operation Heuss beworben und die wollten ja mal ein Gespräch führen. Wir hatten da ja auch mal die Weltraumaffen angeboten dafür. Herr Gurul hatte sich nur gemeldet mit Danke für das Angebot, aber ist halt nichts draus geworden. Und hatte der Ben Brechtgen jetzt nochmal nachgefragt und hier die Antwort bekommen, nein, danke, ich glaube nicht mehr, das könnte ein produktives Gespräch mit Ihnen und einem anderen Nutzer werden. Ich weiß angesichts Ihrer unverzeihlichen Polarisierung in den vergangenen Wochen nicht, was Sie noch in der Partei des Leitbildes und der Leitlinien des liberalen Miteinanders suchen. Ja, und Leitbild und Leitlinien hat Herr Gurul, soweit ich das weiß,
auch mit ausgearbeitet, als er dann noch für die Bundesgeschäftsstelle irgendwie gearbeitet hat, wenn ich mich da richtig erinnere, aber nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Auf jeden Fall ist sein Job als Ombudsmann halt eben, irgendwelche Leute anzupowern, wenn sie nach seiner Sicht da gegen verstoßen oder so. Ja, und es, ja, also man muss auch fairerweise dazu sagen, dass Brechtgen schon wieder ordentlich was losgelassen hat. Er hatte irgendwie, das hat er glaube ich schon mehrfach geschrieben gehabt, dass irgendwie seiner Meinung nach Obama und Bush eher im Gefängnis sitzen müssten als hier Snowden und na, wie heißt der andere von WikiLeaks? Assange. Assange. Genau, ja. Ja, und Kriegsverbrecher und so weiter und so fort. Na klar, gibt es natürlich auch alle möglichen Leute, die sich daran stören. Aber ja, also, da ist das halt seine Ansicht. So. Also, kann man ja auch, muss man ja nicht teilen, aber wir sehen denn jetzt hier gleich, wo man sich da mal wieder dran hochzieht hier. Da bist du vielleicht der Ebel wahrscheinlich besser drüber Bescheid. Mir hat der Name Hoppe jetzt noch gar nichts gesagt. Aber das ist scheinbar auch irgendwie so ein libertärer Theoretiker. Aber ich bin da nicht so drin in diesem libertären Umfeld. Tut mir leid, liebe MLPD-Leute, die uns ja auch teilweise hier zugucken. Das ist eher Ebels Bühne. Und da schreibt Herr Gohl hier bei Twitter auch, die Libertären, die überall sozialistische Diktatur wittern, aber dann Hoppe und Co. verteidigen, schaufeln bloß totalitären rechten Dreck vors liberale Zelt. Hat mit Liberalismus und Bleeding Heart Libertarians nichts mit illiberaler Ideologie alles zu tun. Und was jetzt hier der Auslöser ist, ist hier ein Tweet von irgendwem, der irgendwie darauf hinweist, dass der so Hoppe wohl so ein Helikopter mit sich rumträgt und halt als Anspielung auf die Gratis-Helikopterflüge. Da haben wir ja auch schon unsere Witzchen drüber gemacht in der Vergangenheit. Ja, und das ist natürlich jetzt hier verknüpft mit Alt-Right und alles ganz furchtbare, schlimme Leute. Und wo ich mir dann auch wieder so denke, ja, Ich also. finde, das ist wirklich Diskriminierung gegen Hobby-Hubschrauberpiloten. Ja, also das ist doch wirklich harmlos. Nur so nebenbei. Was hat denn das mit Hoppe zu tun? Ja, weil er angeblich so ein Helikopter halt irgendwie als Spielzeughelikopter mit sich führt, um dieses Meme irgendwie voranzutreiben. Das ist ja fast, als würde jemand ein Soundboard irgendwie in einem Stream benutzen, um Helikoptergeräusche abzuspielen. Ja, genau. Das geht wirklich nicht. Tja, also das hat doch eher so südamerikanische Ursprünge. Aber brauchen wir nicht weiter darüber zu diskutieren. Das wird uns der Pinochet schon sagen. Ja, das ist halt eben unverzeihlich dann, wenn die Leute irgendwelche sowas halt eben irgendwie lustig finden oder so. Und dann soll der wohl gesagt haben, dass die physically removed werden müssen von der libertären Gesellschaft, die Kommunisten. Naja, also meines Erachtens nach müsste man sich wirklich mal Gedanken darüber machen, ob das alles so okay ist. Irgendwie so Leute wie die Kracher oder alle möglichen Leute, dass die halt ständig überall. Ja, aber remove from society würde ich das halt auch nicht nennen. Das lädt ja dazu ein, da drin eine Todesdrohung zu sehen. Ja, so Praktische wird das hier Arbeit. wahrscheinlich auch verstanden, ja. Praktische Arbeit. Was meinst du damit? Naja, dass man sich statt halt removing them physical from the libertarian society ist, führing them praktische Arbeit zugunsten der Libertarian Society. Das kannst du jetzt aber auch so verstehen wie hier die. Ich möchte aber nicht, dass sie dafür in einem Lager leben müssen. Also sie sollen einfach Ja. sich beteiligen an der Gesellschaft. Ja, und vor allen Dingen Vielleicht mal. das Lager kriegen die Leute, wenn sie das kriegen, was sie wollen, ihre kommunistische Gesellschaft, dann kommen sie ins Lager. Also, ich meine, das war bisher ja immer so, wenn die das irgendwo probiert haben, dass sie dann alle ins Lager gekommen sind. Irgendwelche Leute, die das erstmal vorangetrieben haben.
Darüber habe ich eine lange Diskussion geführt vorgestern mit einem guten Bekannten, mit einem Freund eigentlich auch von mir. Okay. Der auch meinte, in so einer Gesellschaft wäre es aber menschlicher, wenn man so eine Diktatur hat, ein bisschen, die dafür sorgt, dass sich alle benehmen und so. Boah. Dann musst du ja wohl auch mal hier den Solzhenitsyn lesen. Ja. Ja, aber es hat auch nichts gebracht. Also er hat Kuba als Beispiel angeführt und egal, was ich gesagt habe. Das ist halt, die Leute haben eine sehr romantische Vorstellung. Ja, früher, das sind jetzt die jungen Leute, die sind verblendet vom Konsum. Aber früher, die alten Leute, denen ging es auf Kuba super. Die würden sagen, das war ein tolles Leben auf Kuba. Damals, als Fidel noch da war. Also es war wirklich eine anstrengende Diskussion. Ja, dann könntest du ihm die Sachen vorspielen, die der Hitchens da damals erlebt hat, als er da auch mit idealen Vorstellungen hingefahren ist, irgendwann in den 60ern oder so, um Kaffee anzubauen oder was das da war irgendwie. Haben sie ihn auch gleich seinen Pass weggenommen und so. Ja, und auf der anderen Seite, was dann hier aber wieder geht, ist Linkspartei, ne? Clubszene retten, Impfkampagne voranbringen. Und das kann man dann mal so weiter verteilen und sagen, da sind wir uns ja einig. Auch Clubs können niederschwellige Impfangebote machen, Ausrufezeichen. Ja, ist das nicht schön? Man ist sich einig in einem Punkt. Aber ja, das ist eine tolle Idee. Am besten irgendwo um 3 Uhr nachts auf den krassesten Techno, in den krassesten Techno-Clubs. Ne? Weil Hauptsache keine Wechselwirkungen mit irgendwelchen anderen pharmazeutischen Erzeugnissen, nicht wahr? Ich hätte gern einen AstraZeneca und The Beach. Genau, und nochmal 2 blaue Pilchen und nochmal 3. Ein Pfizer Colada. Und ja, für mich ein Virgin Pfizer, bitte. Genau, ich hab's eilig, ich nehme J&J. Ne? Und dann. Ne? Ein Sputnik. Einer reicht für den ganzen Abend, so nach dem Motto. Sputnik gibt es nur unter der Tresen. Ja, aber. Oh nee, Sputnik, dann landest du aber hinterher auf dem Klo und musst kotzen, ne? Besser nicht. Ne, also, kennst du doch. Sputnik. Ja, ne, aber das ist natürlich jetzt wieder alles okay, ne? Da macht man sich ja nicht gemein mit irgendwas, weil man jetzt irgendwie einen Aspekt irgendwie gelobt hat oder so. Na, hier gibt es nichts zu sehen, aber alles andere ist natürlich sind sofort alles. Ne, Leute, die dies kauften, kauften auch das. Leute, die das witzig finden, finden alles andere auch witzig. Und ja. Wir können die Clubszene ja einfach wir benennen die Clubszene für 2 Wochen in Clubszeneca um. Vielleicht hilft das einfach was. Black Horses won't drag me away. Oh. Nee, machen wir es mal Quattro Milf, das hatte ich noch gar nicht gemerkt. Und Brown Sugar. Auf dem gleichen Album, aber. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Guck sie dir doch mal an. Okay. Ja, auf jeden Fall, wir hatten ja letzte Woche schon kurz, da war es ja gerade Breaking, dass die Frau Baerbock da von eine Negergeschichte erzählt hat. Und alle möglichen Leute haben sich ja letzte Woche schon während unseres Streams darüber aufgeregt, dass es ja nicht gehen kann, weil man ja dann Dinge reproduziert und so weiter und so fort. Und jetzt Kandidatin erstellt einen neunteiligen Entschuldigungs-Thread, weil sie das Wort Neger, um Rassismus an den Schulen zu beschreiben, genauso aussprach und nicht das N-Wort verwendete. Und dazu sagt Frau Kuhnke, auch bekannt als Quadro, und das danach sage ich nicht, damit wir nicht wieder ab 18 sind. Du bist abstoßend, ignorant und boshaft. Won't drag me away from Judith. Sie arbeitet für das Kackblatt. Sie arbeitet für das Kackblatt. Was kann man von so einer Person erwarten? Sagt hier noch eine Userin, ne? Ja, fand ich ganz schön überzogen, also. Du bist abstoßend. Warum? Weil sie das Wort ausgeschrieben hat, oder was? Du bist abstoßend, ignorant und boshaft. Da fehlt auch ein Komma, Quattro. Bist du nicht Autorin? Nein, sie ist abstoßend. Nein, gegenüber Kommas ist sie ignorant und boshaft.
Vielleicht ist sie ja nicht abstoßend und ignorant, sondern abstoßend ignorant. Ich denke mal, das ist internalisierte Frauenfeindlichkeit, wenn man Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, so beschimpft. Halt. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Müsste so sein, ja. Das Patriarchat hat sie dazu gebracht, das zu sagen, nehme ich an. Black Horse. Die kolonialen Attacke. Männer, lol. Für die Leute, die uns nicht sehen, sondern nur hören. Hier sehen wir eine Frau mit einem Problempony und einem T-Shirt an, auf dem steht Männer, lol. Dann hören wir mal, was die guten Leute zu sagen haben. Wir kommen mit der antikolonialen Attacke das erste Mal als migrantische Selbstorganisation für Klimagerechtigkeit in Deutschland zusammen und sagen diesem mörderischen System an, dass wir es attackieren werden. Das mörderische System wird jetzt attackiert, Leute. Der Anal Pagan müsste da gleich mal einen Ausschnitt aus der Wikipedia über das Grundgesetz drunter packen. Meinst du, ja? Ja, Angriff. Gutes Standbild übrigens, die Dame links ist gut getroffen. Kampf für Klimagerechtigkeit ist antikolonialistisch, er ist antikapitalistisch und selbstbestimmt. Und er deshalb nehmen wir hier und heute... Er ist fucking intersektionell, willst du mir sagen. Du hast das Tollste, was dir deine Lehrer und Dozenten beigebracht haben, genommen und beziehst es jetzt auf deinen persönlichen Kampf, in dem du dein kleines narzisstisches Ich aufwerten möchtest. Super gelaufen. Ja, und vor allen Dingen die Sachen, die sie da aufgezählt haben und dann dahinter noch selbstbestimmt. Also, da werdet ihr euch aber wundern, wie selbstbestimmt das dann später mal wird. Wenn ihr den ganzen Krempel da wirklich umsetzen könnt. Da ist nämlich überhaupt nichts mehr dann selbstbestimmt. Aber das mörderische System, Chris. Das mörderische System. Was ist denn dann die Steigerung, wenn sie mal in einer richtigen Diktatur leben? Mörderischeres System? Nö. Der große Führer und der gute Plan. Was sonst? Klimaaktivisten, lol. Den dringend notwendigen globalen, sozialgerechten und ökologischen Systemwandel selbst in die Hand. Antikoloniale Attacke, yalla. Antikoloniale Attacke, yalla. Sie nehmen den globalen Wandel selbst in die Hand. Können wir denn irgendwie einen Flug nach China sponsern? Wo sie dann da den globalen Wandel da bekämpfen, wo es jetzt Sinn machen würde. Weil den hier in unserem mörderischen System zu bekämpfen, macht ungefähr so viel Sinn wie, ja, nix. Weil wir machen hier schon einiges dagegen und wir wollen auch noch mehr machen. Aber wir sind halt nur so ein ganz kleiner Fliegenschiss. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal eine Weltkarte angeguckt habt. Es ist unsagbar. Wollen das intelligente Menschen... Also, ich meine, oh Gott. Die denken nicht von 12 bis mittags. Ende Gelände. Kommen wir zum kulturellen Teil der Show. Traditionell ja so ein bisschen mein Gebiet. After Star Wars, my biggest fear for more Dune is more Dune fans. Dune, wer kennt es nicht, eine Science-Fiction-Roman von Frank Herbert. Schon mal verfilmt, 1983 mit mäßigem Erfolg von David Lynch. Für mich, das muss ich gleich vorausschicken, ist der Lynch-Film ein Kultfilm. Fast eine definitive Geschichte für mich. Auch ich weiß, dass viele anders sehen. Ich bin jemand, der die gesamte Serie, ich glaube, inzwischen 3 oder 4 Mal gelesen hat in seinem Leben. Das erste Buch einige Male öfter. Weil gerade weil es so faszinierend und so dicht ist. Und ich sage auch gleich vorneweg, ich bin von den Trailern der Neuverfilmung absolut nicht angetan. Mir fehlt dieses ganze Barocke, was halt den Lynch-Film ausmacht. Ich weiß, der Denis Villeneuve wird halt gerade sich für dieses... sehr bleak, so nach, also für mich sieht es aus wie Modern Warfare im Weltall irgendwie so, also dafür entschieden haben, weil er halt ganz anders sein will als der Film von David Lynch. Aber genug Vorrede, wir haben hier einen Artikel von Princess Weeks,
eine Person of Color, wie sich nicht nur aus dem Namen, sondern auch aus dem Artikel relativ schnell ableitet. Diese Dame hat Angst. Sie hat Angst, dass halt Dune ein ähnlicher Backlash wie Star Wars bevorsteht, aufgrund von zum Beispiel dem Casting einer der Hauptfiguren, Chani. Die ist als Schwarze gecastet worden. Da soll es angeblich Backlash gegeben haben. Ich habe den so jetzt nicht gesehen. Ich habe auch die Augen verdreht, als ich das gehört habe, weil halt, ja, bisher habe ich keine Verbindung da gesehen, aber dann schreibt hier die Dame, die den Artikel schreibt, ja, aber die ist ja eine Fremen, also eine Eingeborene des Planeten Arrakis, und deshalb ist es ja gut, dass sie auch praktisch als Indigene das spielt. Was die Dame offensichtlich nicht weiß, ist, dass die Fremen keineswegs Eingeborene auf Dune sind, sondern dort auch hingeraten sind durch die Verteilung des menschlichen Imperiums über das Welt. Aber wir können solche Kleinigkeiten natürlich einfach ignorieren und einfach über unsere Angst schreiben, dass halt Dune es ähnlich geht wie Star Trek Discovery oder den Star Wars Sequels, und dann wird es wieder Harassment geben natürlich und die ganzen Bedrohungen, und es war schon so schlimm damals, als Star Wars rauskam, ein marginalisierter Fan zu sein, und das könnte jetzt wieder passieren, und oh mein Gott. Dune is loaded with politics and challenging conversations about morality. People can't even handle that when talking about characters in the Marvel Cinematic Universe, just wait until they see the God Emperor. Also auch noch dieses Herablassende da drin. So, ich bin ja Filmkritikerin, ich verstehe die Filme ja. Die Leute da draußen, die verstehen da die Konzepte gar nicht. Die sehen den God Emperor und der ist weiß, und dann denken die, ja, ha, 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 endlich. Und dann wird behauptet, dass bla 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 bla. I hate that as things change with women of color and other voices getting a chance to do fun work, they get harassment. Ja, ja, auf jeden Fall. Aretha Franklin immer harassed worden. Tina Turner immer harassed worden. Halle Berry, die Leute haben sie gehasst praktisch, bevor sie Catwoman gemacht hat. Dann haben sie geliebt. Oder so ähnlich. Ja, oder irgendwelche Filme mit Samuel L. Jackson oder so, denkt man sich ja auch mal so, der Typ ist ja überhaupt nicht lässig, so, ne? Ja, Women of Color stand so, hier, deswegen habe ich so, Women genommen, Color, aber ja, Pam Grier würde mir noch einfallen und so. Also es gibt genug schwarze Frauen mit Erfolg, die nicht arrested werden, um dieses Argument einfach ad absurdum zu führen. A black woman showrunning a Dune prequel TV show excites the hell out of me. Warum? Warum? Also mich würde das total interessieren, wenn ich wüsste, halt ein guter Autor schreibt es. Aber was hat die Hautfarbe damit zu tun, ob jemand ein gutes Prequel über die Bene Gesserit schreiben kann? Bin gespannt, bin sehr gespannt. But I do also know that at the first whiff of anything white fans don't like, she will get called names for making Dune political. I love Dune, but I'm scared of what its future will look like. Ja, ich auch. Ich habe nämlich Angst, dass ihr auch ich will es gar nicht ein Franchise nennen, oder die versuchen ja schon wieder eins daraus zu machen. Für mich sind das die Bücher, und ihr werdet sicherlich Teile davon auf euren Altaren opfern, und das wird mir nicht gefallen, und das werde ich auch sagen, egal wie sehr du dich von meiner Kritik bedroht oder gehasst fühlst, Prinz. Das wird eine der einfachen Möglichkeiten, der Aufmerksamkeit zu ziehen, wenn da solche Charaktere umbastelt oder so. Wer weiß. Ja, sie haben ja, sie spricht hier ja nur die Chani an. Was sie nicht anspricht, was der viel größere Brocken ist, ist ja der Liet Kynes in der Dune-Verfilmung von Lynch, von Max von Sydow gespielt, der jetzt eine schwarze Frau ist, einfach mal, weil es geht halt. Ja. Nix in dem Buch sagt das irgendwie, nix in dem Buch. Aber wir haben halt heute eine Zeit, wo du aufs Buch scheißen kannst. Und ich meine, das ist ja auch nur der erste Teil von Zweien angeblich. Wir wollen mal schauen, ob das die Leute interessiert halt. Ja. Und wie viele Leute
das interessiert und ob man, damit es genug Leute interessiert, den Kern von Dune nicht großenteils scrappen muss, weil im Endeffekt ist es ein Buch, was zu großen Teilen aus philosophischen Gesprächen und Gedanken besteht und nicht so sehr aus Action. Bin gespannt, wie man das dem amerikanischen Kinopublikum oder Home-Streaming-Publikum, der kommt ja erst im Herbst, wer weiß, wo wir dann wieder alle sitzen müssen und unsere Masken aufhaben. Also ich werde mir nicht im Kino ansehen, ganz sicherlich nicht. Und ja, ich habe auch Angst. Dann sage ich mal was anderes. Also ich werde mir auf jeden Fall im Kino angucken, wenn ich kann. Ich freue mich eigentlich drauf. Klar, die ganzen Sachen, die du gesagt hast, die sind ja schon länger bekannt und machen sich natürlich die üblichen Leute auch Sorgen. Wir haben ja auch letzte Woche einen Kommentar bekommen, der sich ein bisschen über unsere He-Man-Berichterstattung beschwert hat. Ja, stimmt. Das wurde gesagt, wir würden zu sehr auf den Hate-Train aufspringen, weil wir irgendwie halt Bei dieser Geschichte muss ich halt auch sagen, die Sachen, die du sagst, natürlich, die machen den Leuten Sorgen und muss man sich auch heute Sorgen drum machen, haben wir ja genug Gründe dafür, sich uns über solche Dinge Sorgen zu machen. Ich möchte dazu noch anfügen, wo ich mir auch denke, so okay, in diesem Trailer wurde ja das Wort Kreuzzug, also Crusade auf Englisch verwendet, wo das ja in den Büchern halt immer Jihad hieß und nicht Crusade, das war ja auch so ein Punkt, wo viele Leute gesagt haben, okay, das muss jetzt ein Kreuzzug sein, ja, damit wir uns da nicht irgendwie als anti-islamisch oder so da irgendwie wirken. Obwohl diese Leute da ja jetzt auch nicht wirklich islamischen Glaubens sind. Also wenn, dann ist es halt höchstens eine Anspielung halt da drauf, aber ja, ist das der Witz ist ja, dass es einfach falsch ist, weil es gibt ja in Dune schon einen Kreuzzug, das ist die sogenannte Machine Crusade. Also, ja, man möchte da was, was aber halt einfach zeigt auch wieder, die verstehen das Buch nicht. Der Dschihad heißt Dschihad, weil das halt auch diese Züge trägt. Und die Crusade ist ein Kreuzzug gegen die denkenden Maschinen gewesen. Die hat auch den Kreuz. Herbert hat diese Begriffe nicht benutzt, weil er die lustig fand oder so. Aber wie gesagt, der Autor ist ja tot, haben wir gelernt. Ja, auf jeden Fall, was sie da jetzt machen, ist jetzt quasi das. Also Lynch hat ja das komplette erste Buch verfilmt und sie verfilmen jetzt nur die Hälfte vom ersten Buch in diesem ersten Film. Und ob es danach noch was gibt, wird sich, glaube ich, daran richten, wie viele Leute das jetzt gut fanden, was sie da gemacht haben. Ja, und diese ganze Ästhetik und so finde ich eigentlich schon ziemlich cool, aber schauen wir mal. Ja das gut, das ist also ja Die machen das wie beim Hobbit. Die machen aus einem Buch drei Filme. Maximal. Ja, also zwei. Ne? Also die Hälfte ja, gucken, das ne? vom ersten Buch. Hast du ja gerade selber gesagt. Erstmal gucken, wie es läuft. Lynchs Original-Cut waren ja auch eher zwei Filme von der Runtime her. Also Es ist eine Menge Holz. Und ich verstehe aber nicht so genau, wo sie den Höhepunkt setzen wollen. Also so, um wieder die Analogie zum Hobbit zu benutzen, da war es halt Smaug, der irgendwie aufgetaucht ist. Ja, aber ich weiß nicht, was sie hier das erste Mal einen Sandwurm sehen, wäre ganz schön lange für zwei Stunden. Mir fällt jetzt auch kein Brocken im Buch ein, wo ich sagen würde, okay, hier kann ich einen Cut machen und dann haben die Leute das Gefühl, einen ganzen Film gesehen zu haben. Und nicht das Gefühl, ich habe jetzt halt den ersten Teil gesehen und den muss ich dann nochmal gucken, um mich überhaupt an die ganzen Charaktere zu erinnern, wenn der zweite rauskommt. Wie viel Sinn macht es denn dann, nach der Hälfte des Buches den Cut zu machen, so wie die das planen? Das ist dann doch auch ja, nicht so. Also ich würde vermuten, dass sie es da machen, wenn er dann halt ja da in die Wüste halt muss, weil sie dann da nach seiner Familie dann gehen und dann geht er mit seiner Mutter dann da halt zu den Fremen halt hin, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ja, aber dann ist der große Teil des Films, also wenn man dann bei Lynch guckt, da geht es ja erst mit dem Film richtig los. Das ist ja eigentlich Setup. Das ist über Herr der Ringe, ne? Also war auch am Ende des ersten Teils sind die auch irgendwie losgezogen erst. Ich glaube, die werden sich einfach Zeit nehmen mit dem ganzen Aufgebau und dann werden sie da ja, dann aber ist das dann also, was Vermutung. Ist das dann was, was Leute interessiert?
Ja, weiß Also ich das nicht. ist der Sohn von dem und das ist ein Militärtrainer und das hier ist die Ich glaube und schon. Also diese ganzen Geschichten mit, also viele Leute lesen ja eh nur das erste Buch, ne? ja. Und deswegen denken die auch, dass der Paul einfach nur der Gute dann halt ist, so, Ja. ne? Ja, das hatten wir ja auch schon mal, das Ja. Problem. Und ja, ich denke mal schon, also da sind ja schon viele imposante Sachen dabei mit dieser Litanei der Angst und diesem Zeug, ne? Also ich glaube schon, dass man da, also der Villeneuve, der, also so Optik und so, kriegt er schon gut hin. Da ist Und ich glaube schon, dass er das kleine. gut, gut inszenieren kann. Ich habe mir übrigens Blade Runner 2049 immer noch nicht angesehen und plane das auch in der näheren Zukunft nicht. Er hat auch schöne Bilder. Also ich fand Ja, den Film jetzt auch mag verzichtbar, aber sein. schön zum Angucken war der auf jeden Fall. Und dieser andere hier mit, na, Ja, aber. wo da die Außerirdischen irgendwie mit so einer komischen Sprache und diese irgendwie Übersetzerin sowas übersetzen. Ich habe schon vergessen, wie der heißt. Aber Arrival hieß er, glaube ich. Den fand ich eigentlich auch ganz gut. Aber wenn, also ein Dune-Film muss deutlich mehr liefern als der hat schöne Bilder halt. Weil um Das die ist, glaube ich, geht's schon mal ein guter eigentlich. Anfang. Ja, mal Warten wir es gucken. mal ab. Also im Zweifelsfall gucke ich mir einfach nochmal die Blu-ray vom Lynch-Film an. Heißen schöne Bilder nicht heutzutage CGI-Gewitter? Naja, das, also ich glaube, schöne Bilder sind vor allem, wenn man das CGI nicht sieht. Weil ich habe gerade gestern Beispiel. diesen enttäuschenden Filmabend gehabt, wo so viel Jank CGI drin war. So viel offensichtlich, weil du guckst dann dahin und denkst, du siehst ein Let's Play, während die Autoverfolgungsjagd irgendwie stattfindet. So, weil du überall, als Videospieler zumindest überall erkennen kannst, was vor sich geht. So. Ja, der Vizepräsident von Electronic Arts hat gesagt, das Wort Gamer ist obsolet und außerdem ermutigt es zu Identitätspolitik. Also, war Wir das sind irgendwie also andersrum oder so? Na gut. irgendwie Gamer Identity, ja. kurz vor dem 7. Jubiläum von Gamergate sind wir also full circle jetzt sozusagen. Jetzt ist es auf einmal das Wort Gamer, das Identitätspolitik ermutigt oder hervorbringt. Wobei ich das Gefühl hatte, dass eher es so war, dass die Identitätspolitik dieses Problem mit den Gamern hervorgebracht hat. Aber das kann man natürlich diskutieren. The recent rise in more lo-fi live service games allows faster integration of culture than ever before. Integration of culture ist interessant. Und dann hat die Dame noch gesagt, ich lasse mir das gerade mal übersetzen. Ja, genau, sie fügte hinzu, dies ist eine riesige Chance für das Marketing und erzwingt einen zielgruppenorientierten und flüssigeren Ansatz für Marken, die sich authentisch engagieren möchten. Ich werde oft gefragt, wie Marken mit Gaming zusammenarbeiten oder mit Spielern sprechen können. Aber so etwas wie Spieler gibt es überhaupt nicht und das Verständnis dafür wird entscheidend sein. Nur die wollen es jetzt Player nennen, oder was? Naja, also Gamer in dem, also ich habe jetzt Spieler vorgelesen, aber da steht im englischen Satz natürlich Gamer. Ja, Zocker finde ich auch besser, genauso wie Meise. McCarthy fuhr fort, dass sich jetzt vielleicht weniger Menschen als Gamer identifizieren, weil sie in positiven Spielräumen sein wollen. Also Gamer, das sind die schmutzigen, die Gossenkinder, mit denen man nicht spielt. Und schließlich stellte McCarthy fest, dass sich Gaming über das reine Medium und eine Branche hinaus entwickelt hat und dass es keine Best Practices gibt, um sich mit den nischen- und facettenreichen und leidenschaftlichen Communities innerhalb des Gamings zu verbinden. Gamers are dead. Gamers don't have to be your audience. Das steht alles in dem Artikel eigentlich drin. Wir haben also mal wieder einen Artikel nach 7 Jahren, der das Gleiche probiert wie die Gamers Are Dead Artikel. Sie gibt es immer noch und deswegen gibt es auch Gamergate immer noch. Diese Woche ist es sogar mal wieder kurzzeitig getrendet, was ich lustig fand. Und die Hand beißen im Fall von diesem Zeug. Also, das ist ja jetzt wirklich jemand, der sich hat einlullen lassen von diesem ewigen Krempel aus den
Games Journal rein und irgendwie meinen, dass da irgendwas dahinter steckt, was irgendjemanden interessiert, der wirklich diese Sachen spielt, die die verkaufen. Also, ja, naja, die verkaufen ja auch zum Beispiel, EA verkauft ja auch Sims und so ein Kram. Und vielleicht, wenn die Tante meint, dass da so viel Geld noch mehr reinkommen kann, wenn man nur die richtigen Leute findet, weil aber sie weiß auch ganz genau, dass halt hier, wenn ich hier zum Beispiel das Bild von GTA Vice City drunter sehe, sie weiß ganz genau, dass halt der Großteil von den großen Spielen immer noch an eine Gemeinde geht, die halt eben nicht Hausfrauen oder vielleicht auch Hausfrauen, aber halt nicht die typische Hausfrau, die Candy Crush spielt, umfasst oder Sims. Ja, aber ich würde mal behaupten, dass die Leute, die Sims spielen, dass denen das auch relativ egal ist, ob man das jetzt als richtiges ernstzunehmendes Gaming ansieht oder so. Also diese Spiele werden auf jeden Fall gemacht werden, die haben ihr Publikum und fertig so. Also auch ohne Kulturkampf. Ja, deswegen ist ja die Identität Gamer auch eher von außen aufgedrückt, ne, als von innen, als dass das eine Selbstbezeichnung großartig wäre. Nee, aber ich glaube umgekehrt, halt, aber spielt halt keine Rolle für. Also dieses, was die ja hier postulieren, ist ja so nach dem Motto, dass das irgendwie schaden würde, wenn man jetzt eine Gamer-Identität hat, dass es jetzt irgendwen davon abhält, sich da irgendwie das zu machen, wo er irgendwie Bock drauf hat oder sie. Und das ist halt vollkommen noch ein Bug. Und die können doch auch sehen, wer sind die Leute auf unseren Services oder auf Steam. Entschuldigung. Auf unseren Services oder auf Steam, die halt die Sims haben und Candy Crush und Plants vs. Zombies. Und wer sind die Leute, die halt irgendwie eine riesen Liste Games haben? Was kaufen die so? Ist eine Überschneidung da? Also die können ja die ganzen Metriken einsehen. Die werden schon wissen, warum sie dann doch lieber ein teures Call of Duty machen. Nee, das ist ja gar nicht EA. Ja, in dem Kontext hier von dem Typen ist das doch aber alles. Das sind doch alle gemeint als Gamer, oder nicht? Ist eine Dame A und B, ja. Also, es hört sich an, als hätte die, wie Chris sagt, einfach Hook, Line und Sinker diesen Unsinn gefressen. Ja. Oh, hast du das reingenommen, okay. Ja, es muss sein. Komm. Hast du da reingehört? Nee. Ich hab nur reingehört und mir ist schon der Kopf geplatzt. Hass und Harassment und sein englischer Vortrag. Aber bitte. Okay. Ja, ich meine, du hast reingehört. Ich habe nicht reingehört. Ich weiß nur, dass es passiert ist und kann dazu noch sagen, dass diese Chris Körfer ja Missy Magazin Mitgründerin ist. Und, ja, schon geil, ne? Das finde ich schon mal einen geilen Punkt eigentlich. Und außerdem, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe das auf die Schnelle nicht gefunden, hat sie, glaube ich, auch den ersten deutschsprachigen Artikel damals geschrieben bei Weiß Motherboard. Und das war noch 2-3 Tage, bevor die GamerGate-Sache losgegangen ist, halt über die Quinn und Aaron Goni und so Geschichte. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Und ich weiß auch noch, dass die Dame hier ihre Abschlussarbeit irgendwie geschrieben hat. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Promotion oder eine Masterarbeit oder was es war. Auf jeden Fall über Geschlechterrollen bei Buffy im Bann der Dämonen. Also das ist so die Tiefe der wissenschaftlichen Arbeit. Ja, und sie erzählt halt Lügen über Gamergate auf Englisch im Berlin-Radio. Also die ganzen, das, was wir alle schon kennen darüber, dass das eine Hassgruppe war, dass Leute bedroht und gesilenced werden sollten und so weiter und so fort. Ja, Radio on Berlin scheint so eine Art offener Kanal oder sowas zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Korrigiert mich im Chat, wenn ich das falsch sehe oder wenn es in den Kommentaren, wenn es jemand später hört. Ja, und hier gab es dann noch eine interessante Sache von der Frau Esken, die in irgendeiner Fernsehsendung war. Und das spiele ich jetzt erstmal vor. Weil der Islamismus eine radikalisierte Form des Islam ist, der per se keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ausdrückt.
würden Sie das andere, was hier zum Beispiel steht, Rechtsextremismus zum Beispiel nicht als radikal bezeichnen? Das sind ganz überwiegend überall in der Welt auch tätige Terroristen tatsächlich. Islamisten, ja, das ist eine ganz andere Kategorie als jemand, der aus sexistischen Gründen Frauen geringschätzt und niedermacht. Aber man kann schon den Eindruck gewinnen, dass es auch keine große Priorität dann in Ihrem Wahlprogramm hat. Nein, also da steht auch kein Rechtsradikalismus drin, denn das sind Phänomene, die wir tatsächlich auch als Gesellschaft bekämpfen müssen. Aber es ist keine Grundhaltung, da geht es um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in dieser Liste. Unterm Strich geht es ja tatsächlich um Diskriminierung. Islamismus ist keine Diskriminierung. Das ist eine Terrororganisation, wenn Sie so wollen. Alter, das hatte ich noch nicht gesehen. Wie kann man denn so einen Unsinn reden? Ja, was für ein schräges Zeug, ne? Also. Der Islam kennt keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Die haben ein Wort dafür, Saskia. Kuffar, Ungläubige. Und lies das Buch mal und schau mal, was da über die Leute drinsteht, die so bezeichnet werden. Es gibt, da platzt einem beim ersten Satz gleich die Birne. Ja, ist eine Begriffsreiterei, die streiten sich da über die Definition. Aber gut, ich habe ja gesehen, die Dame ist ja in der SPD, deswegen, Extremismus zu bekämpfen ist ja schön und gut. Die ist eine von zwei Vorsitzenden von der SPD. Ja, aber wie gesagt, Extremismus bekämpfen ist ja schön und gut, nur man muss aufpassen, wie das richtige Wording ist, sonst kriegt man ganz viel Kritik ab, deswegen fasselt die sich hier so. Ja, scheinbar hält sie das ja für nicht weiter, also das Ding ist ja auch, also was ich halt auch bemerkenswert fand, ist dieses Ding dann von wegen, ja, Rechtsextremismus ist gleich Frauen diskriminieren und ausschließen irgendwas. So, dazu muss man irgendwie was machen. Und das ist halt wirklich bei denen so drin in dem Kopf irgendwie so, dass die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist, Frauen ausschließen und diskriminieren. Und das ist etwas, was wir tun in unserer Gesellschaft, wo wir gegen vorgehen müssen. Und selbst dann? Und das ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und das macht sich dann fest an was? An irgendwelchen Vorstandsposten, die nicht besetzt werden? An irgendwelchen, keine Ahnung, an irgendwelchen Lohnlücken oder so ein Zeug, das ist irgendwie, das müssen wir uns in unser Wahlprogramm reinschreiben, da müssen wir gegen ankämpfen. Und irgendwie alles andere, ach, das ist Terrorismus, aber es hat ja mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit nichts zu tun. Alter Schwede, ey. Ja, und auf jeden Fall, Ahmad Mansur hat dazu geschrieben, wie soll darauf bitte jemand reagieren, der seit 6 Jahren unter Personenschutz lebt? Und das haben irgendwie alle Leute nicht richtig verstanden. Die Frau Esken hat zuerst gesagt, aber ich lebe doch gar nicht seit 6 Jahren unter Personenschutz. Und natürlich hat der Herr Mansur damit sich selbst gemeint. Ne? Oder, Und hier die Frau Siebel Schick, die wir außen rum haben, die war halt auch die absolute Granate. Das sehe ich ja jetzt. Das lese ich ja jetzt erst. Ja, der Spruch von ihr ist gut, kannst du gar nicht sagen eigentlich, ne? Aber es ist halt eine totale Einsicht. So, ne? Es ist das, was normalerweise Leute ihr vorwerfen. Das hat sie jetzt hier mal erkannt. Nämlich politische Strategien von persönlichen Gewalterfahrungen ableiten zu wollen, ist brandgefährlich. In einem Rechtsstaat hat das keinen Platz. Dass es nicht so persönlich ist, ne? Sondern eben noch einen Schritt und du bist auf der hellen Seite. Also ich würde mal sagen, das ist aber knallharter Antifeminismus, was ich hier lese. Das ist aber hier übelster Anti-SJW-Cringe, würde ich sagen, den ich hier lese. Ja, der helle Moment. Du müsstest dich jetzt entscheiden, ob du lieber das hättest, dass die Leute politische Strategien von persönlichen Gewalterfahrungen ableiten, oder ob du lieber hättest, dass die Leute politische Strategien von ihren persönlichen Gefühlen ableiten. Oh, pass mal auf. Wenn du eins auswählen müsstest, was würdest du wohl auswählen? Wird sogar noch besser. Aus gutem Grund entscheiden nicht die Opfer, welche Strafe TäterInnen erhalten. Ist das nicht so, ne? Gerechtigkeit ist ein subjektiver, wackelnder Begriff. In einem Rechtsstaat muss sie auf Gesetze basieren. Außerdem, persönliche Betroffenheit macht Menschen nicht zu ExpertInnen. Ist das nicht geil?
Das schreibt sie über Ahmad Mansur ja. in der Diskussion über den Islam und Islamismus. Weil er auch kein Experte ist. In der Beziehung. Sag mal, wenn ich ein Magazin hätte, wo du eine Kolumne schreibst, würde ich dich rauswerfen. Du dürftest noch einen Abschiedsartikel schreiben und dann müsstest du gehen. Ich brauche Personenschutz, ist halt kein Argument, wollen sie noch. Ja, wie geil, ne? Weil normalerweise, was war dieses Ding da mit WDR, mit der letzten Instanz und so? Danach war die ganze Argumentation von sämtlichen Leuten, aber sie haben ohne Betroffene geredet. Das geht aber überhaupt gar nicht mehr, das sind keine Betroffenen. Das ganze MeToo-Movement ist auf der Nummer aufgebaut. Dass Betroffenheit die Menschen zu Experten macht. Das gesamte MeToo-Movement. Sibyl, du redest dich um Kopf und Kragen. Hoffentlich hat Missy das nicht gelesen. Oh, es geht gleich weiter. Warum die Ubisoft-Community das neue Far Cry 6 nur als die weibliche Version von Dani Rojas spielen soll. Ja, das ist wirklich ein Artikel. Ja, der ist wirklich erschienen in Game Rant. Was ich schon mal geil finde, die Ubisoft-Community. Wenn man so wenig von Spielen versteht und von der Subkultur, dass man glaubt, es gäbe eine Ubisoft-Community, die praktisch sich um Ubisoft versammelt. Nee, ich spiele nur Ubisoft-Spiele. Ja, ja, Ubisoft-Beste, ey. Ubisoft. Ich spiele nur Ubisoft. Volle Kanüle Ubisoft, ja. Ich spiele immer auf Ubi hart. Ja, genau. Bin ich voll Fan von. Ubisoft ist der Schwierigkeitsgrad für Weiße. Oh Mann. Und im Herbst kommt ein weiterer Ableger von Far Cry raus. Wir kennen das ja, auf Türme klettern, Leute erschießen, Missionen durchführen, Lager befreien, das Übliche. Irgendwo vor exotischer Kulisse, und diesmal gibt es halt die Möglichkeit, wie auch schon bei Assassin's Creed Valhalla, dich zu entscheiden am Anfang, ob du hier, wenn du ein bisschen runterscrollst, können wir die Gesichter sehen, wahrscheinlich von den Hauptdarstellern. Es ist noch nicht 100% raus, ob das wirklich die Gesichter von den Hauptdarstellern sind. Und dann freut sich hier der Kolumnist darüber, dass es endlich mal halt, bisher sei es immer so gewesen, dass der Bösewicht in einem Far Cry-Spiel der facettenreichste Charakter gewesen wäre. Und jetzt, wo es endlich eine Frau auch gibt, dann hofft er, dass das der Charakter... Es ist so dasselbe, nur einmal mit und ohne Bart, oder was? Ja. Ja. Und auch schon mal so zu glauben, nur weil da jetzt eine Frau ist, wird das gesamte Konzept des Spiels umgedreht, weg von diesem... Das war ja immer eigentlich der Spaß halt, dass es einen neuen Bösewicht gab. Der Charakter war mehr oder weniger nebensächlich immer. Das ist ein Simulacrum für den Spieler und fertig. Aber okay, wenn du halt eine Frau willst und die dann ein paar schnippische Bemerkungen mit Frauenstimmen machen soll, gerne. Was aber hier der Oliver Vanderford von den Spielern will, ist nämlich, dass sie halt aus Protest die Frau spielt. Weil Ubisoft zu lange gebraucht hat und all den Blödsinn, sollen sie jetzt ein Signal sollen sie senden, dass Ubisoft auf allen Monitoren dann Red Alert, über 50% der Spieler spielen die Frau. Jetzt muss was passieren. Jetzt müssen wir diverser werden, jetzt müssen wir irgendwie, was weiß ich. Now the Ubisoft community needs to make sure to underline that the step was right. It's time to hammer home the idea that women lead characters are somehow less interesting and popular is archaic. Und weil die Demografie ist, wird es wieder so laufen, dass sich ein Haufen Leute dieses Spiel holen und einfach, weil ein Haufen Leute, die sich einen Shooter holen, Männer sind, das sehen wir in allen Statistiken, werden die den Mann auswählen, einfach weil sie es so gewöhnt sind. Und diese ganze Scheiße wird im Sande verlaufen. Aber Hauptsache, man nutzt seine Kolumne bei irgendeiner Website dazu, zum Protest aufzurufen. Jetzt könnt ihr mal was riskieren. Hier haben wir das National Public Radio in Amerika. Kannte ich bisher nicht, habe ich mal nachgeguckt. Das ist ein Zusammenschluss von nicht kommerziellen Sendern. Also so eine Art öffentlich-rechtlicher Rundfunk, aber halt in der Finanzierung ganz anders. Also nur 1-2% des Budgets kommen von irgendwelchen Stiftungen, die direkt aus Washington mit Geld bestückt werden.
Der Großteil wird über Spenden von Konzernen eingenommen, um dieses Ding am Laufen zu halten. Und Leute, die bei den National Public Radio arbeiten als Redakteure, waren bisher der Regel unterworfen, dass sie sich bitte, dass sie nicht so viel persönliche Ansichten einfließen lassen, dass sie sich nicht auf Protesten zeigen. Also die neue Regel eliminiert also die Verfügung, die halt die Teilnahme an Märschen, Zusammenkünften und öffentlichen Events verbietet, also politischen natürlich. Und gleichzeitig wird auch ein Artikel gestrichen, der die Journalisten dazu aufgefordert hat, keine Seite einzunehmen zu kontroversen oder polarisierenden Themen. Das wird ersatzlos mehr oder weniger gestrichen. Nicht ersatzlos, aber dieser Teil wird gestrichen. Und jetzt kriegen sie gesagt, dass sie sich an allen möglichen Aktivitäten beteiligen dürfen, nachdem sie das abgesprochen haben allerdings. Und wenn diese Aktivitäten die Freiheit und Würde des Menschen betreffen, dann dürfen sie daran teilnehmen im Real Life und auch auf den sozialen Medien. Also auf Deutsch, wenn du die richtigen Ideen hast und die richtigen Sachen protestieren willst, gerne mach das, sag du deinem Chef Bescheid. Wenn du vielleicht so ein dreckiger Querdenker bist oder einfach nur eine andere Meinung hast zu einem Thema, vielleicht, dass Frauen halt Frauensport machen sollten und Männer Männersport, solche Dinge, dann darfst du da nicht zu der Demonstration gehen, wenn diese wachsweiche Richtlinie so ausgelegt wird, wie ich mir das vorstelle. Pressefreiheit, yay, ist ein längerer Artikel, der da noch genauer drauf eingeht, wer da mehr wissen will, liest sich den durch. Ja, ist auch so ein Ding, also ich kenne die schon länger und die sind auch ganz schön wach untergegangen. Oder ich habe es früher nicht gemerkt, weil früher habe ich ziemlich viel eigentlich von NPR gehört. Die haben auch immer ein ganz gutes Musikprogramm gehabt und so, auch mit irgendwelchen Konzerten und so. Naja, du weißt ja, wie es PBS gegangen ist. Das ist eine ziemliche Institution auf jeden Fall in Amerika. Gibt es auch schon eine ganze Weile und ja, aber immer schlimmer geworden. Was ich früher auch eigentlich ganz gerne mochte, war hier dieses FM4 von den Österreichern. Und das ist ja hier mit Herrn Kogel und Konsorten, die da ja auch irgendwie waren. Oder nee, wie ist der Schlimmste, der mit Video Games Tourism, ja, ich glaube Siegel, ja, genau, ja. Ist auch unmöglich geworden. Wir haben früher immer AFN gehört aus Frankfurt. Da lief gute Musik im American Forces Network. Ja, so früher war das noch nicht. Ich meine, ich rede jetzt so von den frühen Nullerjahren. Ich weiß gar nicht, ob AFN noch sendet, aber die haben noch ziemlich lang gesendet. Ich höre halt kein Radio mehr. Der Reuters Institute Digital News Report, ein recht umfangreiches Papier, was auch jedes Jahr rausgegeben wird. Hier wollte ich einfach nur mal auf Seite 80, glaube ich, gehen. Da geht es um Deutschland und da haben wir einfach ein paar lustige Grafiken und Statistiken, wie es hier in Deutschland aussieht. Guck mal bei mir, ob Seite 80 richtig war. Ja, Seite 80 ist Deutschland. Ja, gut, wie viele Einwohner wir haben, das wissen wir natürlich. Wir werden zu 96% vom Internet penetriert, das ist auch gut zu wissen. Und auf der nächsten Seite haben wir dann ein paar Umfragen, wie es um die Medien, um den Medienkonsum steht. Da sind die Grafiken, das ist hier alles nur ein Blogtext, alles nicht so interessant. Einfach nur von der Entwicklung her, ARD, Tagesschau wird immer noch von 54% der Leute regelmäßig geguckt, ZDF auch. Wie die Überlappung da ist, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Und ja, RTL aktuell, dass ein Viertel der Leute RTL Nachrichten gucken, finde ich bemerkenswert. Ich weiß jetzt nicht, ob hier die Online-Präsenz, die Online-Präsenz ist ja rechts dabei, aber trotzdem 26% RTL. NTV 24%, gut, bei NTV und Welt muss man natürlich immer bedenken, dass das ja auch Fernsehsender sind, die in Hotels und Flughäfen und sowas laufen. Gut, die sind derzeit vielleicht nicht so gut besucht, aber die zählen da auch mit rein in diese Statistiken. Und
ja, ich habe es jetzt noch nicht komplett durchgearbeitet, also nichts Besonderes, aber ich wollte es einfach nur mal zeigen. Ja, natürlich, wie sieht es aus mit dem Vertrauen in die Nachrichten? 53% vertrauen den normalen Nachrichten und also Nachrichten allgemein. Und ja, Social Media wird nicht so vertraut. Und wenn man selber nach Nachrichten sucht, dann wird weniger Vertrauen geschenkt, als wenn man ja, die Nachrichten gefüttert bekommt, sage ich jetzt mal. Oder über die Nachrichtensendungen, die man sowieso verfolgt bekommt. Dann glaubt man die eher. 25% hören regelmäßig Podcasts. Das ist schön für uns. Merken wir zwar nicht an Zahlen, die hören alle Weltraumaffen, ja. Aber auch, hören alle Weltraumaffen, aber vorher lädt es einer runter, damit unsere Viewzahlen nicht hochgehen. Und dann hören die das alle piratenmäßig. Und, ja, also das kann ich dann auch nur für jeden, der sich fürs Thema interessiert, kann ich das empfehlen. Nach ganz vielen Ländern aufgeschlüsselt, eine sehr umfangreiche Studie weltweit und ja. Soweit als Leseempfehlung. Oh, das ging aber schnell. Nach 3 Jahren als Kolumnistin ist die Zeit für Sie wird schick abgelaufen beim Missy Magazin. Dafür wird sie heute hier zweimal gefeatured. Ja, dafür arbeiten wir dran, dass sie ein paar Victim Bucks verdienen kann. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein Medium mit so begrenzten Ressourcen, wie sie dem Missy-Magazin zur Verfügung stehen, eine Migrantin als Kolumnistin herholt, die unter Umständen mehr Betreuung benötigen könnte als eine Muttersprachlerin. Dazu eine absolut Unbekannte. Über die Jahre wurde ich mindestens von 3 verschiedenen RedakteurInnen betreut und mir wurde nie das Gefühl vermittelt, dass es von Nachteil sein könnte, keine Muttersprachlerin zu sein. Und ich konnte noch so viel lernen. Also die Texte von Sibyl Schick sahen nicht aus, als ob die jemand lektoriert hatte, der wirklich gut Deutsch kann. Also ich weiß nicht, wem das anzulasten ist. Aber so gut kann das da nicht sein. Ein rechtes bzw. bürgerliches Blatt verwandelt sich nicht plötzlich in ein emanzipatorisches, nur weil es ein paar AutorInnen of Color beschäftigt. Vielmehr gehen diese AutorInnen das Risiko ein, zu Tokens gemacht zu werden. Oft werden sie als Beweis für Vielfalt bzw. als Schmuck instrumentalisiert. Wie frech ist das, all die Jahre Plätze zu fordern für Leute von bestimmter Hautfarbe in den Medien und dann hintenrum zu suggerieren, ja, das macht ihr auch nur ihr bösen Weißen, weil ihr einen Token haben wollt oder einen Beweis für Vielfalt. Wie niederträchtig ist das? Am Ende geht es diesen Medienhäusern allerdings darum, nach außen den Eindruck zu erwecken, eine emanzipatorische Unternehmenspolitik zu pflegen, während sie sich ihrer journalistischen und gesellschaftlichen Verantwortung entziehen können. Also, okay. Vorwurf der sexistischen oder rassistischen Berichterstattung? Das ist nicht möglich, denn wir beschäftigen hier einen Hauskanacken. Was sagt es über Menschen aus, wenn sie mit solchen Wörtern arbeiten, wenn sie andere, die bei anderen Zeitungen arbeiten, vielleicht schwarz oder braun sind, wenn sie die als Hauskanacken sehen? Das erinnert mich damals an Gamergate, wo auch gesagt wurde, wenn schwarze Menschen gesagt haben, nee, ich unterstütze aber Gamergate, weil die sind nicht rassistisch, wie ihr das behauptet. Dann wurde da auch schnell der Onkel Tom aus der Hütte geholt und andere Begriffe, die ich hier nicht reproduzieren möchte. Es war daher ein Privileg, beim Missy Magazin mit der Gewissheit schreiben zu können, dass ich als Autorin nicht missbraucht werde. Es war ein Privileg, auf das Medium, für das ich kolumnierte, stolz sein zu können. Dieses Privileg haben nicht alle.
Ich musste nicht nehmen, was ich bekommen kann, sondern ich habe im Lotto gewonnen. Und dafür sage ich danke, Missy, einfach danke. Danke für die Plattform, danke für eure Arbeit, danke für die künstlerischen Freiheiten, die ich haben durfte. Ich weine nicht, ich habe bloß ein bisschen Abschied im Auge. Aber Geld hat die nicht gekriegt, oder? Doch. Ja. Sonst würde sie sich ja missbraucht fühlen, da kannst du aber von ausgehen. Ach so, klar. Also der Kapitalismus muss zwar sterben, aber erst nächste Woche. Vorher will ich noch eine Kolumne haben. No. Ja, in ihren Texten wollen, provoziert sie gern. Ja, krass. Sie wollen ihren Kapitalismus weghaben, aber sie wollen ihn auch auf dem Konto haben. Ja, ein bisschen low-hanging fruit, aber wir müssen ja über Olympia irgendwie reden. Und warum dann nicht darüber, dass unsere deutschen Gymnasiastinnen so progressiv sind, dass sie allen einen vormachen. Und die haben nicht sexistische Anzüge quasi genommen, die ja trotzdem hauteng sind und natürlich auch Hautfarben sind und das nachahmen. Aber das ist natürlich absolut überhaupt nicht sexistisch. Das ist ein Zeichen gegen den Sexismus. Die Damen hatten diese Aktion schon mal bei einer regionalen Auswahl gemacht, aber jetzt ist es natürlich auf mehr Presseecho gestoßen. Hier dementsprechend aus der ausländischen Presse ein Artikel. Und mich hat es tierisch genervt insofern, dass alle möglichen Leute diesen Kram auch irgendwie verteilt haben. Das ist mir überall begegnet auf sämtlichen Kanälen. Genau, und so ein Blödsinn. Und immer wieder mit diesem Framing, so nach dem Motto, oh, jetzt ist es endlich, ne, so der Fortschritt ist erreicht. Und wenn man sich das mal vorstellt, also ich weiß nicht, ob es ein Superartikel, den habe ich jetzt nicht gelesen, nur andere habe ich angelesen und mindestens einem, den ich angelesen hatte, wurde gesagt, wie diese Sachen halt normalerweise aussehen. Nämlich eigentlich genauso, nur dass die Arme ab sind und die Beine ab sind. Also genau. Halt wie ein Schwimmanzug halt. Mhm. Und ich will jetzt nicht so offensichtlich sagen, ja, aber wenn wir uns mal die Dame, die zweite Dame auf der linken Seite angucken, ich glaube, die Standarduniform hätte ein bisschen weniger preisgegeben als diese Variante. Und das soll dann jetzt der Unterschied sein, auf jeden Fall zwischen Sexualisierung und Nicht-Sexualisierung, Arme und Beine. Also, ja, ich komme da einfach nicht... Und der Ausschnitt natürlich auch, ne? Reingelutzen, ne, denke ich mal. Ich komme da einfach nicht fit drauf, auf jeden Fall, auf dieses ganze Gerede also, darüber. Der nächste Schritt wäre dann vielleicht, also die Haare machen mich schon irgendwie geil. Ja, sollen wir eine Burka anziehen, genau. Man sieht den Hals, besser. Ja. Also der Sportartikelhersteller, der sie beliefert hat, hat auch gemeint, normalerweise besteht diese Nachfrage nur aus arabischen Ländern, aber regelkonform und deswegen konnte er eine Sonderanfertigung für die Damen herstellen und ja, wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass sie die Dinge anziehen und im Gegensatz zu der, was war das, Hallenvolleyballmannschaft, die ja eine andere Hose anziehen wollte, die ja, nicht regelkonform die, war aus halt irgendwelchen Gründen, ist das hier auch tatsächlich regelkonform. Mit ein bisschen mehr Bein und vielleicht auch irgendwie am Popo oder so. Das kommt vielleicht auch irgendwie dazu, ja, dass man da dann weniger von sehen kann oder so. Aber was da teilweise dann auch gebracht wurde an Beispielen, die dann quasi dementsprechend würden bei Männern oder so, fand ich auch komplett hanebüchen. Also mehr oder weniger ein Stringtanga oder so haben sie den dann da angezogen. So nach dem Motto, das wäre ja quasi genauso, wie wenn die Männer so rumlaufen würden. Wo ich mir denke, ach ja, was, so viel habt ihr da auch eigentlich gar nicht weggelassen, weil die sind ja auf jeden Fall auch mal oberkörperfrei und so, diese Schwimmer und so. Und da gibt es bestimmt auch genug Leute, die das schön finden. Vielleicht sogar noch mehr, wie bei den Frauen. Also der eine Ruderer da, der hatte sich doch auch so nach dem Sieg auf sein Boot gelegt und dann war die Kamera leider so von der Seite aus eben, wo er nicht seinen Kopf hatte und hat da ziemlich drauf gezoomt oder drauf gefilmt. Da konnte man ziemlich viel sehen. Also ja, kann ja sein, dass das irgendwie dann auch eine Sache ist, ob man schamhaft ist oder nicht, ne? Ob er das, oder vielleicht, wahrscheinlich hat er das gar nicht gemerkt oder so, aber es ist nicht so, dass das da nichts zu sehen gäbe bei den Männern oder so. Ja, und diese Geschichte, also wirklich, ist es so ein minimaler Unterschied und das irgendwie dann so zu verkaufen, als wäre das jetzt irgendwie die Welt jetzt irgendwie besser, weil wir Arme und Beine jetzt haben, verdeckt, also, und dann sind die nicht mehr sexualisiert, was aber diese Scheiße schon alleine wieder bedeuten soll. Und das ist auch schon wieder... Ja, ich meine, es ist, kommt aus deren Kopf eigentlich, oder? Währenddessen... Es ist ja manchmal Leute geben, die glotzen oder so, aber ja. Die können da auch hinklotzen. Also. Sport.
Die können aber jedem anderen Sport glotzen. Währenddessen streiten die amerikanischen Männer im Turnen, glaube ich, dafür, dass sie oberkörperfrei turnen dürfen. Dann kann sich jeder seinen Teil so denken. Ja, vor allem, wenn die Leute nackte Leute sehen wollen, ey, dann sollen sie sich Pornos angucken oder was weiß ich was. Also das werden die auch tun, wahrscheinlich eher, als ja, sich Olympia anzugucken. Also ich weiß auch nicht, was diese Scheiße halt soll, aber das ist halt im Kopf von den Leuten so nach dem Motto, ja, das gefällt ja wieder Männern und das ist natürlich furchtbar. Okay. Lauf! Das ist schlecht. Lauf! Das ist schlecht. Ja, also es ist halt eine Frage, ist es praktisch für die jeweilige Sportart oder nicht? Ja, und ich weiß jetzt nicht, also für lange Läufe oder für irgendwelche Sportarten, wo man halt mehr auf Cardio geht, ich glaube, da wären solche Anzüge nicht unbedingt wunderbar. Oder wie es gerade im Chat auch gesagt wurde, beim Beachvolleyball, da wird sich bestimmt ganz schön viel Sand drin sammeln. Ich wäre dafür, dass wir das wieder wie im antiken Griechenland machen, alle nackt. Alle nackt, ja. Das hört ja auch. Damit endlich Ruhe ist. Genau, dann keine Sexualisierung mehr. Nee. Ja. Wenn alle gleich sind, dann Abgründe ist das so. Die Zuschauer auch alle nackt. Oh. Die Zuschauer auch alle nackt. Wer es im Fernsehen sehen will, nackt. Ja, genau. Kriegst eine Kamera installiert. Wenn du nicht nackt bist, geht dein Fernseher aus. Das ist ganz einfach. Ja, und gut fand ich auf jeden Fall, das hatte ich ja schon nochmal rausgesucht, diese Geschichte mit diesem Judoka hier, der Dame. Da ist jetzt kein Video dabei, aber das ist hier die sich so da nochmal einschütteln lassen. Und dann nochmal schön irgendwie zwei, drei sanfte Klapser mit der flachen Hand, ja, bevor sie da in den Ring gestiegen ist. Und hier dieser Artikel von der New York Post beschreibt halt eben, dass sie sich dann im Nachgang dann hier halt nochmal gerechtfertigt hat für diese ganzen Geschichten, weil es natürlich dann echt Leute gab, die irgendwie gedacht hätten, dass der das irgendwie da nicht mit ihrem Einvernehmen macht oder so, oder dass er nicht sein kann oder ja, so. Genau. Oder? Und das ist natürlich vollkommener Quatsch. Und was ich besonders toll fand an dieser ganzen Geschichte ist, die hat ihren Kampf hat sie halt verloren. Und dann hat sie darüber gewitzelt, dass er sie wahrscheinlich hätte härter schütteln müssen. Dann wäre das vielleicht auch, hätte das vielleicht auch geklappt mit dem Sieg. Also sowas hier finde ich, das finde ich nett. So, das ist Selbstbestimmung, so, das ist Sportsgeist. Und nicht diese Scheiße von wegen, oh, jetzt haben wir unser Bein versteckt und nehmt das, ihr Männer. Also. Wunderbar. Ich weiß nur so viel. Ich lehne ich ab, braucht auch kein Mensch. So rede ich nicht und so schreibe ich nie. Nicht nie. Kindergarten. Ja, wie du auch nicht bist, ist es so, genau. So wie hier. Landhornscheid. Mein der Nachwuchs, was? Für den Nein, das Dens. Oh Gott, großalt. Das war unsere schlimmste Seite auf dem. Aus der dem OPEX, Buch. Nee, OPMEX. Ich dachte schon, der OPEX hätte sich da versteckt. Dex OPMEX, oh Gott. Also. Ist älter. Ins, was? Eltern, Geschwister, Onte. Oje. Oh. Das ist, glaube ich, die Ausarbeitung von Enz. Ne, falls ihr euch erinnert an Enz. Enz Einkaufswagen und Enz Einkäufer oder so. Klick mal das Bild an, Chris. Macht ihr das dann größer? Weil da steht oben dann drüber noch, ich habe die Seite auch gesehen, irgendwo als Foto. Oben drüber steht ja, dann genau. Nämlich noch, was es ist. Nämlich die blaue Fläche ist genderfrei nach Lannhornscheid. Also Enz Käufens und ins Einkaufskorb. Und das andere ist die genderinklusive und exgendernde Variante. Ach so. Da sagt man dann also eine oder die Mutter. Und da kann man halt genderfrei sagen. Einens Elterns. Oder man sagt das Elter. Das darf man dann aber nicht zu Transgender-Eltern sagen, oder? Sonst ist das wieder eine Beleidigung. Co-Elter, was ich auch super finde. Co-Elter. Ja. Oder man sagt halt gender-inklusiv Pama oder Mima oder Mima oder Pima oder Ex-Eltex. Dens Geschwistern. Dens Geschwisterns. Mens Pima. Das darf man vielleicht gar nicht so intensiv machen. Die Leute haben Spaß. Ein Mapa. Was zum Teufel ist denn Tatonkel?
Das ist eine Mischung aus Tante und Onkel wahrscheinlich. Tatonkel. Tatonkel ist komisch. Tantonkel wäre. Oh Gott. Tatonkel. So wie Onkel ist ja auch eine Kombination aus Onkel und Tante. Tatonkel. Dex Opmex. Wieso gibt es eigentlich keine gender-inklusive und ex-gendernde Variante von Tochter-Sohn? Hier gibt es ja vielleicht, das ist ja jetzt nur ein Ausschnitt aus dem Buch. Das ist ja ein ganzes Buch gewesen. Nee, das ist ja schon Tochter und Sohn. Das ist ja der Ausschnitt aus dem Buch, wo es stehen sollte. Du, der ist ja leer. Das ja, da müsste auch. So, da müsste ein Verweis, nicht einfach. So, dann habe ich jetzt nicht gesehen. Da gibt es einen Verweis auf das Unterkapitel, wo das ausführlich beschrieben wird. Ach, ist da irgendwo ein kleines Gender-Sternchen, was ich nicht sehe? Das fällt nicht auf. Dir sind so viele Sternchen auf dem Ding, da kann man schon mal eins übersehen. Ja, genau. Ich glaube, unten drunter gibt's dann nochmal die Erklärung, was das Sternchen bedeutet, nämlich sie unten. Ich glaube, dass das einfach hier überflüssig ist, weil Kind halt. Ach, Kinder also, hat man nicht? Nein, aber Kinder zu haben unterstellt, dass man in einer Ehe auch Geschlecht hat. In der pinken, also bei mir erscheint das hier pink. Ist auch komisch, dass das blau und pink ist. Ne? Aber müsste es denn auch ins Kind heißen? Ja, aber Männer sind einfach genderfrei und Frauen sind gender-inclusive und ex-gender. No. Ich glaube, unter Gender Inclusive müsste einfach nochmal dasselbe stehen. Also Kind, eigenes Kind, meint er nach. Ist das nochmal explizit? Ist das jetzt aus dem Schulbuch oder wo ist das jetzt nochmal? Nee, das ist ein Handbuch. Das, ja, eine Handreichung? Nee, ein Buch. Also für Menschen, die gerne gendern lernen wollen, nach Langhornscheid. Das ist eine Hirnreichung von Lahn. Eine Hirnreichung. Von jemandem, der kein Hirn hat. Doch, die hat ein Hirn. Ist auch sehr groß. Und produziert jede Menge Hirnzeug, was mit der Realität nichts zu tun hat. Was ich sehr empfehlen kann zu dem Thema, da hat mich der Mammon drauf gemacht, inzwischen gebracht. Da gibt es schon mehrere Videos von Snickers für Linkshänder zum Thema Ents-Käufen und Ents-Einkaufskorb. Genau, Snicklink auf YouTube. Inzwischen gibt es, glaube ich, 3 Stück oder so, wo er sich drüber lustig macht. Und eins besser als das andere. Aber schön zusammengeschnitten und Audio drauf gemacht und so, ja. Ich erinnere auch nochmal daran, dass es Gender-Erzählung oder Gender-Mythen heißt, nicht Gender-Theorie, ja. Also, das hat mein Pima anders erzählt. Herr Pima hat sich belogen. Er ist ein und mein Opmex hat zugestimmt, genau. Das sind alles Belügende. Dreckige, Belügende. Patriarchix. Ja, ja, ja. Wie steht es denn nun mit den Geschlechtern? Rein wissenschaftlich. Ein ganz interessanter, einfach mal erfrischender Artikel, der das Ganze einfach mal so ein bisschen populärwissenschaftlich, philosophisch, wissenschaftlich dahin schwadroniert. Für einen Biologen ist die Lage klar. Es gibt 2 Geschlechter, und zwar nicht nur bei Menschen, sondern fast im gesamten Reich des Lebendigen, sofern es sich überhaupt sexuell vermehrt. Von denjenigen Protozoen, die zur Reifeteilung und Befruchtung fähig sind, über die Schwämme und Quallen bis zu den Gefäßpflanzen und Tieren, 2, fast immer eines, das der größeren Zelle Nährstoffe bereitstellt, und ein anderes, das nur zahlreiche kleine Zellen zum Befruchten produziert. Weibchen und Männchen, außer bei Pilzen. Ja, da, es gibt natürlich, dann geht es so ein bisschen auf den Geschlechterentwicklungsprozess bei Säuglingen, beziehungsweise bei vor dem Säuglingsalter bei Tieren. Es sind ja keine Säuglinge, also vor der Geburt. Es gibt bei Bienen beispielsweise, bei den Bienen, die über 18 verschiedene Allele-Varianten aus demselben Genort des geschlechtsbestimmenden Gens verfügen, dass es quasi Bienen theoretisch 18 Gender haben können, aber durch den weiteren Prozess, wie sie einfach wachsen, nur noch sich 2 ausbilden und wie wir wissen, natürlich 1 extrem dominant und 1 sehr selten. Ne? Und ja. Dann ebenso wie es genau 2 Schildkröten- und Alligatorengeschlechter gibt, obgleich diese Tiere ganz auf genetische Unterschiede verzichten und die Geschlechtsbestimmung der Temperatur beim Ausbrüten überlassen, das Ergebnis ist nicht fluide, sondern binär. Tiere inklusive des Menschen erscheinen in 2 Geschlechtern. Ja, ein Teil, den ich ganz interessant fand, auch wie sich die Gehirne unterscheiden,
Und natürlich auch der Witz, dass die Gehirne von Frauen kleiner sind, hahaha, bla. Aber im Hypothalamus, mittig vorne unten zwischen den Großhirnhemisphären, dort, wo die lebenserhaltenden Verhaltensweisen wie Essen, Trinken, Schlafen und Wüten gesteuert werden, gibt es auch einen Teilkern, der das sexuelle Verhalten regelt. Er wird auch geradezu sexualdimorpher Kern genannt, denn er ist bei Männern größer als bei Frauen und bei Hetero größer als bei homosexuellen Männern. Ja, auch fand ich ganz interessant. Das war aber noch nicht gewusst. Hatte ich noch nicht gehört. Vor allem, dass es bei homosexuellen Männern anders ist. Und so noch ein paar andere weitere wissenschaftliche Fakten, was die Chromosome angeht, was die Verhaltensforschung angeht, dass es da halt sehr unterschiedliche Forschungsergebnisse gibt, dass es da im Endeffekt eine Bandbreite gibt von Forschern, die sagen, 85% überlappen sich bei Männern und Frauen und bis hin zu nur 15% überlappen sich bei Männern und Frauen, was das gesamte Spektrum von physischen über kognitiven bis hin sozialen Fähigkeiten angeht. Und dann geht es zum Schluss noch auf die Medizin, wo man einfach sagen muss, es gibt einfach einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und da das legt er da anhand von Beispielen von ein paar Behandlungsmethoden und Medikamenten, wie sie einfach unterschiedlich auf Männer und Frauen wirken. Und dass es ja auch vor nicht allzu langer Zeit mehrere Skandale gab, weil Medizin, also weil im Endeffekt Medikamente vor der Zulassung entweder nur an Frauen oder nur an Männern getestet wurden, weil einfach davon ausgegangen wurde, es wirkt gleich, aber bei manchen Medikamenten gab es dann doch extreme Nebenwirkungen bei einer anderen Gruppe. Ja, diese Diskussion mit den Medikamenten, mit den Medikamententests. Der Kutschera hat gesagt, dass man Männer und Frauen auch schon an sowas wie Hautstruktur und so weiter unterscheiden kann, wenn man entsprechende Fetzen oder so nur hat. Also es geht sehr weit, auch die Unterscheidbarkeit. Ja, ich habe jetzt einfach nur ein paar Sachen rausgepickt und den Rest könnt ihr euch auch gerne nochmal lesen. Es lohnt sich, das zu schreiben, wenn ihr den geschwollenen Stil, in dem das Ganze verfasst ist, auch vertragen könnt. Naja, ich bin dafür, dass der Autor dann sofort gecancelt wird, nie wieder ein Lehramt bekleidet und dass er gesellschaftlich gefämt wird für diese Unverschämtheit. Ja, das ist ja auch ein Grund, warum ich gesagt habe, der Artikel ist ja halt sehr erfrischend. Weil es halt sehr viele Thematiken einfach mal nicht anschneidet. Oder nur aus wissenschaftlicher Sicht, wo zum Beispiel darauf eingegangen wird bei den Chromosomen mit den XX und XY-Chromosomen und auch wie das wieder Embryonen ist in der Entwicklung, dass halt quasi ein Embryo sich auch quasi nochmal hin und her switchen kann oder dass halt natürlich auch bei manchen Frauen halt männliche Geschlechtsmerkmale sein können. Aber es ist halt wie immer ein sehr extremer Ausnahmefall. So wie es halt ist. Aber es ist da. Gendergerechte Gesetzestexte in Deutschland. Oh yeah. Baerbocks Plan als Kanzlerin. Genau, Frau Baerbock ist natürlich der Meinung, dass unser Gesetz total frauenfeindlich ist. Schockmeldung aus der Bild-Zeitung. Und weil da stehen ja Formulierungen drin, die sich auf Genus von Worten, der männlich ist, beziehen, was Frau Baerbock wo sie natürlich meint, dass das dann bedeutet, dass Frauen da nicht gemeint sind, was natürlich Quatsch ist. Aber ja, sie gehört natürlich zu der Sekte, die das so sieht und die haben es sehr erfolgreich geschafft, viele Leute davon zu überzeugen, dass das so ist. Also, dass Dinge, die falsch sind, nicht stimmen. Und aber Annalena. Trotzdem aus sämtlichen Mündern rausgeschossen kommen. Das sind dann auch gerne Menschen, die andere Leute belehren wollen über Desinformationen, wie gefährlich die sind, wo ich sage, ja, sehr gefährlich. Und so, wenn die jetzt wegmachen, okay, dann Mikro aus, Annalena, tschüss. Das Ding ist doch, das ist doch schon in sich ein Razor sozusagen. Also wenn sie sagt, Frauen fühlen sich durch das Gesetz nicht gemeint, dann schauen wir mal 100 Urteile gegen Frauen an und da sind welche schuldig gesprochen worden, obwohl es nicht im Gesetz steht. Annalena, vielleicht solltest du Rechtsanwältin werden, da hast du gerade die größte Gesetzeslücke von allen gefunden. Da steht Mörder. Und meine Mandantin ist Mörderin.
Oder ist die OG-Sitzverteidigung oder so? Denkt sie so einfach? Oder wie? Ich meine, gerade da ist es doch empirisch nachweisbar, dass eben mit dem Text über Männer auch Frauen gemeint sind. Sie geht davon aus, dass in der Bevölkerung die Unterscheidungsfähigkeit vielleicht verloren gehen in Zukunft oder so. Kann mal jemand untersuchen, ob die irgendwie in verwandtschaftlichem oder geschäftlichem Kontakt mit einem Verlag für Juristenlehrbücher steht? Weil das wäre der eigentliche Horror. Diese ganze Scheiße müsste neu gedruckt werden und nochmal. Und jeder Kackrichter in Deutschland kriegt dann so ein Ding hingestellt. Ich glaube, dafür brauchen die aber nicht die Baerbock. Die müssen ja eh ständig neu gedruckt werden. Beziehungsweise es gibt ja auch teilweise diese Dinger. Also ein Kumpel von mir hat Verwaltungsfachangestellter gelernt, der hatte immer so Bücher, wo man die Seiten einzeln rausnehmen kann, quasi, dass sie so eingeheftet sind. Da kannst du dir dann quasi dann immer... Ja, aber dann musst du halt nur die Änderungen... Jede Seite im Endeffekt ändern, weil es steht doch überall dann Mörderinnen oder Täterinnen oder VerdächtigenInnen. Ja, genau. Und dann ist auch die Frage, Doppelpunkt oder Sternchen, das ist nicht dann drauf. Ens Mördens und Ens Tatwaffen. Ja, vor allen Dingen wollen sie natürlich bei den ganzen Rechten das haben, weil das, was du jetzt sagst mit Pflichten und so, das gehört natürlich eigentlich dazu, aber wir wissen, dass solche Leute nie daran denken, dass sie ja auch irgendwie vielleicht eventuell auch nicht nur Rechtsträger, sondern eventuell auch sich um Dinge kümmern müssen. Und Dinge, ja, bestraft werden können für falsche Dinge, die sie tun und so. Da denken die ja nicht dran. Das kann ruhig alles männlich bleiben, so. Ne? Da können wir ruhig weiter an Männer denken, so, ne. Wenn die eingesperrt sind, dann können sie sich wenigstens nicht die Beine von irgendwelchen Turnern angucken oder so. Dann werden die auch nicht mehr sexualisiert. Das ist doch das Beste für alle. Ja, die wollen halt. Ja, praktische Politik würde vielleicht irgendwie einen Passus vor die Gesetze schreiben, einfach. Diese Gesetze sind alle, auch wenn es nicht hier so steht, für beide Geschlechter oder alle Geschlechter gemeint. Den können sie meinetwegen haben. Ja, genau. Am besten direkt in die Präambel neben den Gottesbezug. So. Und da hier Berufung auf Grundsätze. Die Schöpfung und die Frauen. So war mir ens Gottens helfen. Ja, ens Würde ist unantastbar. Ens Würdens. Ach nee, das heißt ja auch ens Käufer. Ens Käufens und ens Einkaufskorb. Dann würde das halt ens Würde. Ens Würde. Ens Menschen. Ja? Dens Menschen. Ens. Ens, Dens. Ens Würde ist unantastbar, es sei denn, ens ist ein Sexist. Dann 10 Jahre Gulag für Ens. Das nächste Mal, wenn ich essen gehe beim Mexikaner, werde ich eine Enchilada bestellen. Und ich gehe dann zum Asiaten und hole mir eine gebackene Enze. Entens. Oh Mann. Ne, Pizza Enz kannst du nicht bestellen, ne? Wer weiß, was man dann kriegt. Pizzens. Pizzens, genau. Wie viele denn jetzt? Ja, und wenn ihr dann nochmal die ernsthaften Argumente dagegen euch bookmarken wollt, habe ich euch hier nochmal vorbereitet. Judith hat dazu nochmal was aufgeschrieben bei Twitter und kann man dann schön verlinken, weil ihre Argumente brauchen wir nicht nochmal sagen, weil die stehen ja alle in dem Buch, das habt ihr ja alle schon gelesen, von daher will ich euch jetzt hier nicht langweilen, aber zum Bookmarken. Ach, super wesentliche Dinge kannst du nicht vortragen. Jedes Kind weiß, wer mit was. Genau. Berliner essen Currywurst. Ja, kommen wir nach. Wir haben schon länger nicht mehr über den Wahnsinn in Kalifornien berichtet. Oder immer mal wieder, aber früher war es so eine kleine Serie. Aber es ist, die Zustände in Kalifornien sind einfach so schlimm, dass es halt irgendwann auch, irgendwann kann man sich nicht mehr wundern, aber jetzt habe ich mal wieder was gefunden, was doch einfach schlimm ist. Und zwar, in Kalifornien gab es eine neue Proklamation auf Staatenebene und ja, da ging es halt im Endeffekt um Fairness für criminally, also für Minorities und andere Gruppen, die diskriminiert werden, die sich im Knast befinden in Amerika. Und
ja, rausgekommen ist im Endeffekt SB132 und ja, das heißt im Endeffekt, dass Inmates, Prison Inmates, die sich als Frauen identifizieren, auch in Frauengefängnisse zwingend untergebracht werden müssen. So, und das hat dazu geführt, dass A, mehr Frauengefängnisse jetzt halt quasi gebaut werden müssen und die Frauengefängnisse ausgebaut werden müssen, von der Kapazität her. Und die Frauengefängnisse werden umgebaut, dass halt auch ja, gewisse Sicherheitsmaßnahmen angepasst werden, ja, weil ein die Sicherheits, es gibt ja unterschiedliche Sicherheitsstufen im Gefängnissystem, von Minimum Security bis hin zu Supermax, ja, wo halt auch unterschiedliche drin sind. Und bei Frauen ist es ein bisschen anders, da gibt es zwar auch unterschiedliche, aber es gibt nicht so viele Abstufungen, so dass halt zwangsläufig auch in die unterste Frauenstufe halt gewalttätige Kriminelle eingeführt werden müssten. Da müsste quasi die gesamte, ja, das gesamte System müsste abgeändert werden oder es müsste halt dem männlichen Stufensystem angepasst werden, dass halt sowas nicht vorkommen kann. Ja, aber einen Moment mal kurz. Entschuldigung, ich habe mein Handy nicht laut ausgemacht gehabt. Ja, aber das hat jetzt im Endeffekt dazu geführt, dass viele Männer sich halt umgemeldet haben. Die Zahlen sind jetzt noch nicht so massiv. Wir reden jetzt hier über 1200, glaube ich, die von dieser Regelung betroffen sind. Also 1237 Männer, die in Kalifornien im Gefängnis sind, die jetzt ein Anrecht darauf haben, in einen Frauenknast überführt zu werden. Und ja, das geschieht jetzt halt Stück für Stück. Ersten 300 werden bis Ende dieses Jahres gemacht werden, wobei die natürlich auch schon klagen, warum das nicht schneller geht. Aber die ersten 300 werden bis Ende dieses Jahres in den Gefängnissen angekommen sein. Die Umbaumaßnahmen laufen und eine Vorbereitungsmaßnahme, die halt für besonders viel Aufsehen gesorgt hat, ist halt, dass ja, dass jetzt Kondome und andere Schwangerschaftsutensilien halt verteilt werden an die Prison Inmates, also bald verteilt werden. Diese sind jetzt schon dort angekommen in den Gefängnissen und es werden Poster und Plakate aufgehängt, um Aufklärungsarbeit zu machen, wie man sich beraten lassen kann, sollte man im Gefängnis schwanger werden. Was ja schon ein bisschen schwierig ist in einem nur Frauengefängnis, allerdings auch größtenteils nur Frauenaufseherinnen sind. Mhm. Ne? So, und ja, die ganze Sache hat halt natürlich auch eine gewisse Komik an sich, aber es ist ja eher traurig. Ja, aber ich möchte diese ganze, mal darauf hinweisen, weil du sagst jetzt die ganze Zeit, das ist jetzt so und das ist jetzt so und das kommt jetzt so und so weiter. Das wird jetzt so kommen, weil wie gesagt, bis Ende des Jahres kommen also die ersten 300. Erstmal habe ich jetzt hier jetzt diese eine Seite jetzt nur gefunden erstmal und ich möchte einfach nur darauf hinweisen, das ist das, was auf dieser Seite jetzt hier steht. Und ich möchte und das ist die Seite von den Aktivisten, die das kippen wollen. Deswegen ist es natürlich auch ein bisschen drastisch dargestellt. Ja, und ich möchte das gerne nicht als Tatsache hinstellen. Ich sage nur, dass das, was auf dieser Seite hier steht, und dann müssen wir mal gucken, ob das dann wirklich der Realität entspricht, möchte ich ein bisschen Zweifel anmelden. Schauen wir mal. Also, ich sage nicht, dass das Quatsch ist, was die hier schreiben. Leider geht es in diese Richtung. Also, ich glaube nicht, dass es da zum großen Skandal kommen wird. Ich glaube, die werden da auch noch eine Regelung finden. Wie gesagt, dass sie halt nicht wirklich die hochkriminellen Sexualstraftäter, die halt da irgendwelche Tricks benutzen, halt darunter gestuft werden. Aber ja, es hat jetzt auch so anscheinend noch keine Übergriffe gegeben. Aber es sind auch sehr wenige von dieser Regelung bis jetzt getroffen worden. Aber es läuft noch. Gekippt werden kann es natürlich. Ja, also wie gesagt, nicht der übelste Skandal. Da werden die Frauen jetzt nicht massenweise vergewaltigt, aber das Ganze hat halt einen sehr seltsamen Unterton mit der ganzen Angelegenheit. Ne? Ja, die Bild hat einen Schock mit einer Statistik, die wir uns so noch, ja, die den meisten wohl nicht so bekannt war. Also mir auch nicht. Nämlich, dass es zwei Gruppenvergewaltigungen jeden Tag in Deutschland geben würde. Ja, das finde ich auch nicht so viel, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte vielleicht irgendwie mit einer pro Woche oder so ausgerechnet im Höchstfall. Und wie die Bild hier schreibt, sind da zum Beispiel zumindest in den Beispielfällen auch hauptsächlich irgendwelche Zuwanderer betroffen. Bitter, ne? Bitter, naja, nicht hauptsächlich.
Das ist ja wieder dieses Ding. Ne? Also sie sind halt überrepräsentiert, aber es sind weniger als 50%. Ne? Insofern sind es halt auch nicht hauptsächlich. Bei den Beispielen, die sie hatten, wollte ich jetzt nochmal. Naja, die Beispiele, die sie haben, haben sie natürlich deswegen da rausgezogen. Ne? Also da will ich nur jetzt vorsichtig sein, dass wir ihnen nichts erzählen, was Quatsch ist. In diesem Bereich. Ja. Ja, auf jeden Fall, Afghanen sind Ja, was ist überrepräsentiert denn am denn das meisten, würde Deutsche? ich sagen. Ja, Staatsangehörigkeit ist doch immer wieder das Ding mit der Staatsangehörigkeit. Na, also es sind auf jeden Fall nicht mehr als die Hälfte jetzt ohne, also mehr als die Hälfte sind mit deutscher Staatsangehörigkeit. Ob die dann auch aus Deutschland stammen ursprünglich oder wie auch immer, Genau. Das das interessiert ist die wieder eine Leute eher, andere ob das Moslems Frage. waren. Das Ja, wissen sie hier natürlich wieder nicht. das wissen sie natürlich nicht. Das wird ja auch nicht erhoben, denke ich mal. Nee, es wird auch nicht erhoben. Und was ich Was auch noch denn? fand, Herr Pfeiffer hier, immer gleiches Grundmuster bei den Tätern. Frustrierte junge Männer, die es nicht schaffen. Diese kämen aus Kultur männlicher Dominanz, leben hier in einer Außenseiterrolle. Also Ja, redet aber auch ausnahmslos von Zuwanderern oder so, ne? Kommen aus einer Kultur. das halte ich aber auch für Quatsch, was er hier schreibt, weil dieses Ding von wegen so, als wären die dann, also das widerspricht auf jeden Fall allem, was ich da bisher gelesen habe von so Büchern wie von der Ayaan Hirsi Ali und so, dass halt eben in diesen Gesellschaften, auch wenn das so sogenannte patriarchische Gesellschaften sind, da sind die jungen Männer da trotzdem nur die Laufburschen von der ganzen Familie und so, müssen sich um jeden Scheiß irgendwie kümmern. Und das ist mitnichten so, dass die da irgendwie die Könige sind, die sich einfach wen rausgreifen oder so, sondern was die dann halt eben denken, ist, dass sie halt in unseren Gesellschaften halt mit Leuten, die nicht Muslime sind oder so, dass sie mit denen machen können, was sie wollen. Das ist halt eben der Unterschied. Und das kommt hier natürlich nicht raus, wenn man einfach nur Ja, sagt, so, das kann ja auch ja, nicht sein, dass er die die sind ersten halt, bei davon sich sind die erfährt. halt die Könige und hier denken sie dann halt auch, sie wären die Könige und dann machen die das halt so, nee. Die denken halt, die sind die Könige über die Ungläubigen und so. Das Ja, und denken vor allen die. Dingen über irgendwelche unzüchtigen Frauen auch, ne? Das ist ja dann möglicherweise auch manchmal so, dass das Merkmal, dass sie dann sagen, ja, die war ja eh, keine Ahnung, als Schlampe gekleidet oder so. Dann müssen wir damit rechnen oder was auch immer die dann sagen für Ausreden. Ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich glaube, die Leute würde mehr interessieren, ob das jetzt ein Problem mit Islamismus ist. Also, ja. Rechtsfreiräume in linken Köpfen. Und hier geht es um den Vorfall bei der Protestkampagne gegen Deutsche Wohnen und anderen Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ja, da ist dem Kampagnensprecher ein sexueller Übergriff vorgeworfen worden. Und wie es ja so ist, sobald eine Anschuldigung im Raum steht, muss man sich direkt den Fakten stellen und den Anschuldigungen glauben. Und der Michael P. ist quasi dann ausgeschieden und ziemlich verdammt worden. Und hier der Autor, der kritisiert das Ganze. Es ist halt eine Art von, das linke Lager zerfleischt sich selber, so sieht er das Ganze. Obwohl er sich selber auch als Linken sieht. Und er sagt, ein Stimmungsbild, also keine offizielle Abstimmung auf dem Kampagnenplenum am Dienstag, ergab eine Mehrheit für dieses Vorgehen. Eine Reintegration von P. in die Kampagne wurde abgelehnt. P. hat inzwischen die Konsequenzen gezogen und am Mittwoch auch selbst seinen Rückzug aus der Kampagne erklärt. Zu weiteren Stellungnahmen ist er derzeit nicht bereit, was angesichts der schwer fassbaren und extrem belastenden Vorgehensweise gegen ihn auch nicht nachvollziehbar ist. Kennen wir das nicht irgendwo her? In der Tat ist das Prozedere vollkommen inakzeptabel. Es gibt eine Anschuldigung, die durch nichts substanziiert ist und dennoch postwendend zu einem Schuldspruch führt. Mit weitreichenden Konsequenzen für den Beschuldigten und sein Umfeld. Nein, nicht alle wollen da mitziehen, doch Kritiker und auch Kritikerinnen haben keine Chance. Es wird Zeit, sich damit zu beschäftigen, was das für eine Geisteshaltung ist, die nicht nur in dieser Kampagne, sondern auch in einigen anderen linken Zusammenhängen inzwischen hegemonial zu sein scheint. Und das gilt vor allem für jüngere Aktive mit akademischem Background. Es wird Zeit nachzufragen, wie sich große und wichtige Unterstützer der Kampagne, die in ihrer Gesamtheit nicht diesem Milieu zuzuordnen sind, dazu verhalten. Ja, und da geht es jetzt um die Kampagnenunterstützer. Und die Partei Die Linke wollte sich nicht äußern, Verdi wollte sich nicht äußern.
Und der Berliner Mieterverein sagt wenigstens, aus Sicht des Mietervereins ist selbstverständlich, dass es bei einem Vorwurf an der Straftat nicht an uns ist, dies zu bewerten. Dafür gibt es die rechtsstaatlichen Verfahren. Insoweit gilt die Unschuldsvermutung. Dazu kann es auch keine Alternative in einer politischen Initiative geben. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung, bis der Vorfall von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden aufgeklärt ist. Ich weiß allerdings nicht, ob da überhaupt jetzt eine Strafanzeige läuft, so oder nicht. Es wurde eine öffentliche Entschuldigung von dem gefordert, die er nicht gegeben hat. Also es ist im Endeffekt einfach nur ein kleines Schaubild aus dieser linken Vereinigung und ein Appell von einem Mitstreiter, dass man doch mal wieder Vernunft walten lassen sollte. Also ich weiß nicht, ich muss das Ganze halt mit so einem kleinen Schmunzeln sehen. Ne, da wenden sich die eigenen Waffen gegen sich selber. Ja, hatten wir nicht alle schon mal so ein Erweckungserlebnis oder so? Ja. Der Kampf gegen diese zutiefst reaktionären Strömungen muss jetzt geführt werden. Sie haben in linken, demokratischen und emanzipatorischen Bewegungen nichts zu suchen und könnten zu deren Totengräbern werden. Ja. Ach was. Könnten sie objektiv gesehen, ach, aber sie haben ja Oberwasser, also beflügeln sie sehr derzeit eher. Ne? Aber ja, rechtsfreie Räume in linken Köpfen. Alles klar. Ja, das Übliche, ne? Also, das war ja bei Republika und diesen ganzen Geschichten da auch so, wenn ihr euch erinnert. Da wurden ja auch gegen alle möglichen Leute da irgendwelche Anschuldigungen. Ja, oder diese Hausverbote vom Chaos Computer Kongress, ne? Auch so lustige Dinger. Ja, die haben ja selbst den Beckett da, persönlich haben sie ja schon auch unterstellt, er hätte irgendwelche Grenzüberschreitungen gemacht und solche Dinge. Oh. Also, ja, ich sage, im Gesetz steht jetzt auch unerhebliche sexuelle Belästigung. Das ist unerheblich, aber trotzdem irgendwie gesetzeswidrig. Deswegen muss man schon ganz schön aufpassen heutzutage. Würde ich mal vorschlagen. Oder empfehlen. Tja, ja. Ach ja. Keine kommunistischen freien Räume in Wahlkabinen, weil die Deutsche Kommunistische Partei darf zur Bundestagswahl antreten. Auch wenn die Bogo-Partei nicht. Ja. Jetzt hier mal eine ganz kurze Liste aller Parteien, die auch nach Einspruch nicht mehr teilnehmen dürfen. Die Jesus-Partei, Partei des Evangeliums. Der Bundeszentralrat der Schwarzen in Deutschland. Die Allianz Zukunft. Bündnis der Generationen Rentner und Familie. Die Kai-Partei aus der Kiste. Vereinigungen, Partei Aktive Demokraten Deutschland. Die sind besonders aktiv. Die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands. Wer kennt sie nicht? Grundeinkommen für alle. Die Klimaschutzpartei, der Undeutsche Verein, Menschenrechte 100%, die Deutsche Friedensunion, die Vereinigung Allianz Vielfalt und Mitbestimmung, Bündnis Gral, ganzheitliches Recht auf Leben, Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit, big. Die Natürlichen, die Republikaner, die Losfraktion, und die Deutsche Zentrumspartei, älteste Partei Deutschlands, gegründet 1870 Zentrum. Ja, die dürfen alle nicht, aber die Kommunisten, die dürfen. Aber gut, die Kommunisten, die haben ja auch nur einmal einen Rechenschaftsbericht nicht vorgelegt. Und ich sehe das aber auch nicht, warum die nicht dürfen. Es geht wahrscheinlich bei einigen da um irgendwelche formellen Sachen, oder? Ja, es geht nur um formelle Sachen immer generell. Das Zentrum darf nicht, weil es Hitler an die Macht verholfen hat, oder? Nee, die Zentrumspartei, Nee, wurde zurückgewiesen. Die Begründung der Entscheidung wird besondert übermittelt. Das haben sie noch gar nicht. Ja, weißt du, das bedeutet, du kannst es nicht zwischen den Zeilen lesen. Das schreiben die halt dahin für die Schafe. Aber eigentlich bedeutet, weil ihr Hitler damals. Stimmt das denn ja, überhaupt? Die waren doch schon oft genug. Genau, das wird auch wegen irgendeinem Formfehler gewesen sein. Ich weiß im Hintergrund. Hört, ja. Oder nicht Kurt Schumacher oder so? Gab es einen schlechten Witz zu machen? Formfehler, wahrscheinlich, vielleicht haben die auch nicht mehr diese ganzen. Es gibt ja noch mehr als nur diese. Also, die müssen auch irgendwie nachweisen, dass sie da irgendwelche Versammlungen abhalten und sich das jedes irgendwie machen. Halt was tun, was auch wirklich diesen Sachen, die halt von Parteien erwartet werden, irgendwie entspricht. Und ja, dass es nicht nur irgendwie so ein Verein von drei Leuten ist, die irgendwie meinen, sie machen jetzt die Politik durch oder so. Ja, es geht ja darum, dass sie aktiv willens und in der Lage sind, bei der aktiven politischen Willensbildung mitzuwirken. Das ist ja quasi die offizielle Hürde, ob man eine Partei sein darf oder nicht.
Und es geht ja im Moment auch nicht nur um die DKP, sondern es geht ja auch noch um den Grünen, genau, Landesverband Saarland. Ja. Wusste nicht, ob wir es drin haben, aber praktisch. Ich habe es mal eingereicht. Eine Sache fand ich ganz lustig. Die GKP quasi, die Grüne Kommunistische Partei. Gibt es die nicht schon? Ja, also hier, aber teilweise ganz lustig hier. Teilweise ganz lustig, ja. Die Klimaschutzpartei. Teilweise aber auch wirklich armselig. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Partei, die, genau, die eine ernsthafte Möglichkeit hat, an der Regierung beteiligt zu sein in diesem Land. Die es in demselben Jahr nicht gebacken bekommt, in einem Bundesland eine vernünftige Landesliste aufzustellen. Und zwar warum nicht? Weil es ihren eigenen übergehenden kulturumwälzenden Kulturkampf wenn man euer übertriebener Feminismus startet, euch am Ende selber, ne? Nicht genügt, so, ne? Das geht alles nicht. Da ist ein Mann gewählt worden nach 3 Versuchen. Und deswegen müssen wir das jetzt ändern. Und das, wenn sie jetzt gesagt hätten, so hier diese andere Dame, die da die Fragen nicht beantworten konnte, wenn die jetzt nicht selber da weggegangen wäre und sie die jetzt irgendwie da weghaben mussten, weil die schlechte Presse gibt oder so, keine Ahnung, dann könnte ich das doch irgendwo nachvollziehen. Aber so ein Ding, das ist ja wohl wirklich. Das ist ja wirklich der Gipfel. Also ich kann es echt jetzt erst recht nicht mehr verstehen. Ultra peinlich. Diese Partei seltsam, noch weiter in der Saarland wäre ich jetzt so. Habe ich das auch gemacht, einfach nur, weil die vergessen haben, ihre alte staatlichen Versicherungen rechtzeitig einzuschicken. War eine von... Ja, was da heißt, fragt man sich, wie kann sowas passieren? Nee, vergessen, also soweit ich das verstanden habe. Hat sich geweigert? Ja, geweigert. Also soweit ich das verstanden habe, haben die sich ja geweigert, diese Versicherung zu leisten. Und zwar, weil... Ja gut, dann ist es sogar noch drüber. Warum denn? Ja, weil jetzt bei dieser zweiten Aufstellung wohl irgendwelche Delegierten aus hier Saar-Louis nicht mehr... Also da wurden quasi die Delegierten irgendwie neu gewählt und das war wohl nicht nach vernünftigen... Also die meinten, das wäre nicht rechts gewesen, wäre nicht vernünftig gewesen. Ja, ich glaube, vor allem auch so kurz vor der Wahl ist das irgendwie einfach zu spät oder so. Man hat im Endeffekt mit dem Stadtverband oder Bezirksverband Saarbrücken ein Drittel der Leute, die berechtigt gewesen wären, die Liste zu wählen, hat man ausgeschlossen. Und das gibt einen weiteren Streit. Und ich denke mal, daran liegt das auch, dass das im Endeffekt jetzt hier gestoppt worden ist. Was ich wirklich schade an der Sache finde, ist, dass es das Saarland ist. Wir hätten sowas wie NRW, Bayern, Baden-Württemberg, das hätte einen Ausschlag gegeben. Das Saarland ist leider zu klein. Ja, aber trotzdem, ich meine, es ist halt, es ist unglaublich eigentlich, wenn man sich mal überlegt. Also ich kann mich noch erinnern, die Piratenpartei, ne, die hat das ja, Die hat so eine ähnliche Posse ja hingekriegt, damals in Niedersachsen. Und das war ja auch so das Anfang vom Ende von der Piratenpartei. Es war Landtagswahl in Niedersachsen. Die Piratenpartei war vorher in sämtliche Landtage eingezogen, wo sie für angetreten ist. Die waren ja richtig im Aufwind. Und dann kam diese Landtagswahl in Niedersachsen, was ich natürlich weiß, weil ich damals Mitglied war. A und B, weil ich ja in Niedersachsen wohne. Und da haben die dann irgendwie 5 Anläufe gebraucht, um diese Landesliste aufzustellen für die Landtagswahl. Wegen irgendwelchen Anfechtungen und tralala. Immer noch zu viel Pimmel drauf. Blablabla. Nee, das war da nicht das Problem, sondern da war das Problem halt alle möglichen Leute, die halt eben meinten, oder vielleicht stimmt es auch, ich weiß es nicht, ich war da damals nicht eng genug involviert. Ich habe das nur von außen miterlebt. Es waren halt ein riesen Gestacher zwischen verschiedenen Leuten da und irgendwelche, die halt nicht einsichtig waren auf beiden Seiten und so weiter und so fort. Und man hat sich da halt knallhart mit irgendwelchen Formen, Problemen und so und Schiedsgerichten und was weiß ich nicht, was alles da halt. Ja, und dann das Resultat von der ganzen Sache war hinterher dann irgendwie 2,5% oder so. Und das war der erste Landtag, in den sie nicht reingekommen sind von den ganzen Landtagswahlen. Und danach sind sie nie wieder in den Landtag reingekommen. Und das war der Anfang, diese 5 Aufstellungen da. Und das war Piratenpartei, hier Amateurhaufen. Und ja,
Und jetzt hast du hier eine Partei, die sich anschickt, eine Regierung zu stellen bei der Bundestagswahl. Und ja, hat auch solche Probleme im Endeffekt. Also. Ich stelle mir vor, ich wäre Grüner im Saarland und dir würde der Partei, der Vorstand oder so, dann würde meine Wahl einfach zunichte machen. So. Wen wähle ich denn jetzt? Die Grünen nicht mehr. Ich komme ja eh nicht rein. Schon krass. Ja, die American, nee, wie heißt doch, American Defense League, die haben wir ja schon. Defamation League heißt es. Und nicht League, American, sondern Anti-Defamation League. Ich kriege das immer durcheinander. Die Anti-Defamation League, die ADL, hat einen neuen Partner, diesmal ist es PayPal. Machen wir es kurz und schmerzlos. Man wird erwarten können, dass in Zukunft halt Menschen, die im Visier der ADL landen, und das kann ja sehr schnell gehen, Herr Augstein, in Zukunft Schwierigkeiten mit PayPal kriegen oder zumindest Organisationen, die Konten betreiben bei PayPal oder das nutzen, um ihren Merch-Shop zu betreiben oder irgendwas, wenn die der ADL nicht gefallen. Und zwar explizit kein Antisemitismus, kein Islamophobie, kein Rassismus, was auch immer, in welche Richtung, kein Hass das heißt, auf ich darf Einwanderer, nichts anti-Black, nichts anti-Hispanic und nichts anti-Asian. Alles explizit. Wie das wir heißt, von ADL, ne? Ich darf meine Mohammed-Karikaturensammlung dann nicht mehr verkaufen mit PayPal. Ach ja, und explizit auch White Supremacy und Anti-Government Organizations. Anti-Government Organizations. Ne, alle die Zentralpartei, die Partei, die Regierung nicht. Genau. Also auch Regierungskritik verboten. Wahnsinn, wahrscheinlich. Müsste nein, die nicht. Mann, Chris. Aber ich dachte, Anti-Government. Die dürfen auch plündern und Sachen anzünden, ist egal. Und trotzdem pro Government. Also pro gutes Government, nicht das vorhandene, ist klar. Später wird alles besser. Der Kontext. Kann man sich mal zurechtdenken. Ja, PayPal ist ja, es haben sich ja andere Abwicklungsunternehmen haben sich ja schon sehr positioniert und PayPal hat schon einige Aktionen gefahren, aber hat immer versucht, sich ein bisschen zurückhaltend und neutral zu geben. Ich erwarte ehrlich gesagt auch, dass es weiterhin so läuft. Auch wenn ich der Anti-Defamation League natürlich nicht wirklich traue, weil das halt auch eine Organisation ist, die sich selber radikalisiert hat in den letzten Jahren. Ja, in dem Artikel stehen auch noch ganz interessante. Also deswegen hatte ich den auch rausgewählt, weil es hatten mehrere Leute eingereicht. Ich hatte es auch eingereicht mit der offiziellen Stellungnahme. Normalerweise nehme ich ja lieber solche Primärquellen quasi als diese Einschätzung, aber dieses Jahr hatte ich mal angelesen und da standen auf jeden Fall ein paar ganz interessante Sachen drin, die jetzt natürlich in der offiziellen Stellungnahme nicht drin standen. Da stand natürlich nur, es ist alles prima und wir bekämpfen den Hass. Wobei und, das hier schon auch ein tendenziöser Artikel ist. Ja, das stimmt, aber trotzdem. Es ist auch keine neutrale Stimme dazu, aber die bringen halt ein paar Zusammenhänge aufs Tapet, die ja, man eben halt vielleicht nicht weiß. Ja, die Presse, ich hatte auch die Pressemitteilung, weil Primärquelle, da standen ein paar Informationen drin, aber wie gesagt, die expliziten Punkte, die musste man sich dann auch nochmal raussuchen. Von wo ganz anders. Ja, so ist das. Netzdurchsetzungsgesetz. Beschwerden bei Facebook um 18. Ja, 1800%. Oh, fast Prozent gestiegen. Facebook führt das darauf zurück, dass sie den Mail-Button oder so jetzt prominent platziert hätten und da jeder draufklicken könnte oder so. Und das dann scheinbar auch viele Leute machen. Ja, genau. Jeder kann draufklicken. Und was jeder kann draufklicken bedeutet, ist, die haben das jetzt, du musst noch nicht mal angemeldet sein. Also du kannst jetzt irgendwelchen Krimpel ja, stimmt, den als Leuten ins Forum packen und sagen, hier, das ist doch alles Hass. Ihr dann meldet das mal. Und dann können die ganzen Meldemuschis alle loslaufen und es massenmelden, auch wenn sie noch nicht mal dein Konto haben. Und wahrscheinlich ja, auch mal mit ihren Tabs oder eben was weiß ich nicht was irgendwie. Ja. Dann noch mehr, ja. Ja, mir ist aufgefallen, dass eine ganze Menge von Beschwerdestellen kam und da auch irgendwie die Zahl stark gestiegen ist.
Ja, Beschwerdestellen, die kriegen natürlich auch von den Usern dann wahrscheinlich Hinweise. Muss aber nicht sein, kann auch sein, dass sie selber suchen, ne? Weiß man nicht genau. Beschwerdestellen ist auch so ein komisches Konstrukt irgendwie. Ja, sollen die eigentlich nicht, also. Alleine suchen sollen die nicht? Achso. Nee. Und deswegen ist das ja auch mit Beschwerden bei der Beschwerdestelle. Und die oder vielleicht machen die das in ihrer Freizeit, dass sie sich nochmal ein bisschen bei ihrer Stelle beschweren. Weil der genau, da kommt der eins zum anderen. Ne? Aber ansonsten ja. Ist das eigentlich nicht so. Nee, das ist ja keine Findungsstelle. Ja, dann beschweren sich die Leute. Das wollten manche Leute ja gerne so haben. Ne? Also Frau Künast und so, die wollten das ja gerne so haben, dass was alles in Antragsdelikt umgewandelt wird. Also dass du dann, in Offizialdelikt umgewandelt wird. Also im Moment ist es ja so, wenn sich jetzt jemand beleidigt, dann ist es ja im Endeffekt alles vollkommen in Ordnung, solange wie du halt nicht sagst, hey, der hat mich hier beleidigt und mich in meinen Persönlichkeitsrechten damit hier eingeschränkt. Also der Staat rennt nicht selber los und sucht sich Beleidigung gegen dich, das macht er nicht. Und das würde er aber tun, ja, wenn das jetzt ein sogenanntes Offizialdelikt wäre. Mhm. Und das wollten sie ja zumindest für irgendwelche Funktionsträger und so, Mandatsträger, wollten sie das ja ganz gerne so haben. Dass dann der Staat losrennt und irgendwie bei Twitter guckt, wenn einer irgendwie die Künast irgendwie als blöde irgendwie bezeichnet hat oder so, dass sie dann, dass dann halt der Staat selber guckt und auch wenn die Künast das gar nicht mitgekriegt hat, dass in ihrem Leben nie erfahren wird, dass die Leute dann da trotzdem für beklagt werden können, halt vom Staatsanwalt dann direkt als Strafkram. Und nicht über irgendwelche zivilrechtlichen Dinge oder so und halt auch nicht auf Antrag, sondern halt von Amts wegen schon. Und das wäre natürlich ziemlich heftig, wenn man wenn man sowas machen würde. Ja, toi. Sieht es nicht nach aus, als wenn es so weit kommt, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ich habe nur mir aufgefallen, dass sie, glaube ich, geschrieben haben, ungefähr 85% sind eben nicht zu beanstanden und werden dann auch ohne Beanstandung wieder freigeschaltet halt. Sind auch ziemlich viele Sachen automatisch gelöscht worden, irgendwie 50.000, glaube ich, im letzten halben Jahr bei Facebook alleine, soll ich mich erinnere. Und das ist ja schon nicht wenig. Ne? Ich meine, wenn jetzt 50.000 Einträge da noch stünden, dann hätte man vielleicht ein ganz anderes Bild von der Gesellschaft oder so. Ich weiß es nicht genau. Ja, aber da vermischst du ja jetzt Dinge. Das sind ja Dinge, die Facebook aktiv selber auch wieder sucht, um ihre Policy irgendwie willen. Ja, das habe ich jetzt vermischt, ja, das stimmt. Das ist ja was anderes. Ja, nun, ja gut, im Prinzip ist das anders. Es kommt nicht durch Beschwerden zustande oder Klagerei, ja. Ich glaube halt, dass der Chris recht hat. Ich glaube, da ist einfach eine Meldebubble entstanden durch die einfache Möglichkeit. Man sieht es ja auch auf Twitter, dass einfach Leute Spaß daran haben oder das für Aktivismus halten, Leute Massen zu melden. Die wurden ja auch mal aufgefordert mit diesem Heroes-Programm, wenn sich noch jemand erinnert. Das ist dann ja, oder mit dem bei YouTube zum Beispiel, aber das ist ja. Die haben nichts dagegen, wenn sich jemand meldet und sich beschwert oder so, scheinbar. Das wollen die wohl wissen. Neue Vorgaben aus dem NetzDG, jedenfalls hält hier YouTube für unzulässig und zwar auch verfassungsmäßig unzulässig. Und zwar geht es denen konkret darum, dass die Daten ans BKA weitergegeben werden müssen. Unter anderem von Leuten eben, wo sie gar nicht wissen, ob das jetzt nur auch irgendwie unrechtmäßig war, was sie da gemacht haben oder nicht. Ne? Da ist der Vorschlag, dass man so eine Art zweite Stelle dazwischen schaltet, die das dann eben zu beurteilen haben, bevor es irgendwie offiziell wird. Dann haben sie sich noch drüber, also finden sie wohl auch nicht so gut, dass sie die User nicht informieren sollen, angeblich darüber. Finde ich aber auch ganz schön hart. Und dann geht es nochmal wieder um Portnummern. Das ist nicht so wichtig. Finde ich aber immer ganz gut, dass dass YouTube hier klagt gegen das NetzDG, weil einerseits ist es ja eh schon viel zu ausgeweitet und andererseits könnte das ja auch ruhig mal irgendwie einigermaßen grundsätzlich auf dem Plan. Also es waren auch einige Punkte da drin, die so grundsätzlicher Natur waren, die YouTube dann jetzt auch nicht gut findet. Und da scheint die Wirkung dann sozusagen durch das NetzDG dann, wenn sie das einigermaßen gewinnen, den Rechtsstreit oder einigermaßen gut bestreiten, dann sich einzudampfen. Andererseits wiederum gibt es dann aber auch demnächst EU-Vorgaben, weswegen das NetzDG dann wahrscheinlich sowieso überflüssig wird und lustigerweise gibt es die ja eigentlich jetzt schon. Das steht da halt eben so drin und das ist auch wahr. Und deswegen wird es wahrscheinlich komplett dann auf den Müll fliegen und das wird dann richtig witzig. Löschen Sie das und dann kannst du auf EU-Ebene, geht derselbe Theater wieder von vorne los. Deswegen wollen sie es wahrscheinlich ja, die arbeiten ja schon an der EU-mäßigen NetzDG-Variante. Ja, das tun sie ja. Genau, und der Verbraucherschutz wird das dann, glaube ich, ne?
Dass die Geschichte mit dem Leiten als BKA, das war ja dieses Ding, weswegen sie jetzt überhaupt diese Reform jetzt nochmal gemacht hatten von dem letzten DG. Das war ja das, wo sie quasi gesagt haben, so jetzt wird's alles richtig geil. Ne? Jetzt wird's genauso, wie wir es brauchen. Jetzt ist das irgendwie der tolle Scheiß. So, jetzt können wir da endlich vernünftig mitarbeiten. Und das ist jetzt so eine Geschichte, die sie dann wahrscheinlich gekippt kriegen, weil die dann sagen so, ja, wir wissen noch gar nicht, was wir da jetzt überhaupt wo es jetzt überhaupt Not trägt oder so, das können wir ja nicht entscheiden. Und, ja, und irgendwelche Nutzerdaten weiterzuleiten. Und das andere halt, was du gerade schon meintest, mit, ja, es gibt dieses Herkunftsprinzip und das haben ja auch etliche Leute schon die ganze Zeit immer mit angesprochen, dass ja im Endeffekt YouTube in Europa irgendwie ein irisches Unternehmen ist oder so und dass sie ja eigentlich dann dem Gesetz in erster Linie unterworfen sind, was halt in dem Herkunftsland gilt. Und nicht in einem deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wobei das hier auch eingeschränkt wird, halt eben auf diese strafrechtlichen Geschichten. Das ist ja dann schon nochmal ein Unterschied. Also du selbst, also angenommen, du hättest jetzt ein Land, wo du halt Marihuana irgendwie verticken darfst, aber in Deutschland nicht, dann darfst du ja trotzdem keinen Webshop machen und an Deutsch verkaufen oder so. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel, was mir jetzt einfällt. Ja, stimmt. Das würde halt nicht gehen, aber ja, die irgendwelche Meldevorschriften oder so, die da ja dann irgendwie in deren, wie sie jetzt mit den Nutzern, die das ganz normal nutzen, rechtmäßig dann irgendwie eingreifen oder so, das ist halt dann schwierig, ne? Und selbst wenn das jetzt so laufen würde, also das wäre die totale Posse, wenn sie jetzt so ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz machen, damit irgendwelche YouTubes und so dann endlich mal das machen müssen, hier mal endlich unser Recht hier beachten, wie sie ja immer gesagt haben, ne? Und dann läuft es hinterher darauf hinaus, dass A, so ein YouTube unser Recht überhaupt nicht mehr, also das nicht beachten muss in dem Fall, aber B, wenn du jetzt in Deutschland bist und gerne selber irgendwie so eine Plattform aufziehen willst oder so, dann musst du dich der ganzen Scheiße komplett unterwerfen mit den ganzen super teuren Sachen und hast diesen Wettbewerbsnachteil. Mit anderen Worten, eine deutsche Plattform wird dann überhaupt nicht groß und die amerikanische Plattform, die sie an die Kette legen wollten, die kriegen sie nicht an die Kette gelegt. Also die totale Posse. Super geil. Also ja, ich meine, die Firmen, ich will nicht sagen, die tun mir leid, aber sie stehen da natürlich so ein bisschen in der Zwickmühle, beziehungsweise zwischen den Fronten und werden da ja auch eingequetscht. Das war ja auch irgendwie, das ist ja auch immer wieder dieses Prinzip, dass man da irgendwie Leute verantwortlich macht für Straftaten anderer Leute, da aufzupassen, zu so einer Hilfspolizei erklärt oder so. Ja, das was ja rechtlich sowieso fragwürdig ist. Ne? Deswegen finde ich das ganz interessant, wenn das dann vor das Verfassungsgericht kommt oder verfassungsmäßig mal geprüft wird, ne? Und in dem Dings spielt ja hier auch diese Entscheidung von dem Gericht gegenüber Gunnar Kaiser wohl eine Rolle, der geklagt hat gegen die Demonetarisierung. Und da hat YouTube wohl verloren. Und beziehungsweise hat der Richter dann erstmal eine einstweilige Verfügung ausgesprochen und dann eine Strafe angedroht oder so, wenn sie ihm das nicht wieder zuteilen. Ja, und das ist ja auch einer der vielen Punkte eben, dass man einfach nicht weiß, was man da jetzt da falsch gemacht haben soll oder so. Und sowas hier auch, und das geht nicht, sagt das Gericht in dem Fall. Mhm. Vor allen Dingen werden hier bessere Erklärungen gefordert. Wenn das erklärt wird, kann man das wohl machen, laut Gericht. Kann man wohl verschiedene Leute demonetarisieren oder löschen oder wie auch immer. Ja, klar. Aber es darf natürlich nicht das Neutralitätsgebot verletzen, dem so große Firmen dann unterliegen, die mit so vielen Kunden zu tun haben. Die müssen schon ihre Kunden gleich behandeln. Und wenn der Gunnar nichts gesagt hat, was irgendwie entsprechend was weiß ich, strafwürdig ist oder so, dann werden sie ihm das auch wieder herstellen müssen. Dann werden sie ihm auch die Monetarisierung wieder einrichten. Naja, sie können es theoretisch. Oder sie können ihn komplett löschen, vielleicht. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Sie können es schon. Aber eigentlich auch nicht ohne Begründung. Ne? Sie können, ja, genau. Sie können es schon nach ihren eigenen. Also, es ist halt eine Geschäftsbeziehung. Und YouTube kann sich halt sagen: So, pass auf, du darfst hier bei uns veröffentlichen unter diesen und jenen Bedingungen. Aber was sie halt nicht machen können, ist sagen so, ja, du darfst sie bei uns veröffentlichen, aber die Bedingungen sind, mach mal keine Hassrede und mach mal so, wie wir das gerne mögen. Und dann sagst du ihnen so, ja,
Ach ja, tut uns leid. Wir haben uns jetzt überlegt, du darfst jetzt erstmal nicht mehr monetarisieren, aber du kannst dich ja in 30 Tagen nochmal melden, wenn du deinen Kanal ein bisschen überarbeitet hast. Das Ja, war und ja im weil wegen der Endeffekt, Hassrede oder so, das, und du weißt gar nicht, um was es geht halt, ne? nee, das Ja. war ja genau das, was sie ihm geschrieben haben. Das war genau das, was sie ihm geschrieben haben. Wir haben das festgestellt, dass das gegen unsere Standards, verstößt. Ohne zu sagen, genau gegen welche. Und deswegen haben wir das jetzt gestrichen. Und du kannst dich in 30 Tagen, wenn du deinen Kanal überarbeitet hast, kannst du dich wieder melden. Und dann schauen wir nochmal, ob das dann geht. Und da haben sie jetzt halt gesagt, das funktioniert so nicht. Das können sie nicht machen. Das ist halt keine Art und Weise. Also ja, das ist halt, diese Geschäftsbeziehung funktioniert halt so nicht. Und eine ähnliche Sache war auch, das haben sie Ja, auch so eine diese Warnung Woche. kriegen oder so, Haben ne? sie auch diese Was? Woche entschieden, weil da ging es um so eine Meinungsäußerung bei Facebook. Das ist ja irgendwie vom Bundesgerichtshof auch gelandet. Das hatte ich diese Woche mir auch angeguckt, die Urteilsverkündung davon. Und da hatte irgendwie eine Dame irgendwas geschrieben mit von wegen, ja, die Islamisten und warum schieben wir die nicht einfach ab oder so. Und das wurde dann irgendwie gelöscht. Und da hat jetzt der Bundesgerichtshof auch gesagt, dass das wiederherzustellen ist und hat auch da gesagt, dass diese Sache jetzt von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. A, also da gibt es halt keinen Grund, das zu löschen. Und B, haben sie aber halt eben auch gesagt, dass diese Netzwerke halt das schon dürfen prinzipiell, also die müssen nicht die Grenze da ziehen, wo das Gesetz jetzt Strafrecht die zieht, das müssen sie nicht. Aber auch bei der Sache war das halt eben so, dass sie gesagt haben, A, das ist nicht hinreichend klar, ne, was da die Regeln sind, und B, diese Einspruchsmöglichkeit hat es halt damals nicht gegeben. Die soll ja jetzt mit diesem neuen Netz-DG-Variante ja auch dann verpflichtend werden. Ja, Einspruchsmöglichkeit gibt es ja, aber das Gericht hat doch, glaube ich, so auch entschieden, dass sie vorher die informieren sollen, dass sie sagen sollen, hier das und das Video, was du jetzt gerade veröffentlicht hast. Das verstößt gegen unsere Links hier, AGB oder was auch immer. Nimm das bitte runter oder ändere das, sonst müssen wir das machen. So, und dann hast du normalerweise Zeit, das irgendwie dann zu löschen oder zu verändern. Und dann ist auch gut. Vielleicht könntest du es auch offline stellen für die Zeit oder so. Vielleicht auch noch akzeptieren, sagen wir mal so. Ne? Aber Ja. einfach so löschen und ohne zu sagen, warum, das geht halt jedenfalls nicht mehr. Und wie gesagt, ich habe das auch so verstanden, dass er eine Warnung kriegen soll. Ja, das ist vielleicht im Detail auch nochmal abzuwarten, was dann der Fall genauer ergibt oder so, aber erstmal ist das eine gute Meldung. Jeder, der seine Monetarisierung verloren hat, der kann mal jetzt an YouTube schreiben und fragen, so, woran es denn gelegen hat und mal hier darauf hinweisen, dass man da ja eine Erklärung verlangen könnte oder so. Ja. Im Prinzip bedeutet es aber nur, dass sie sich halt eine ausdenken müssen. Also du musst dich eine Erklärung Ja, ausdenken da und bin ich auch mal gespannt. dann kannst Da du dann bin ich auch mal vielleicht mit der gespannt. Folge, ja, medizinische Desinformation oder keine Ahnung wie was. Nee, das reicht ja nicht. Wieso Das ist reicht ja keine das nicht? Begründung. Ja, wo soll denn sein, die Desinformation? Muss man auch hinweisen drauf. Nein, das ist Desinformation. Ja, dann weist man halt auf irgendwas hin. Ja, gut. Wenn ich mir das lang genug angucke, dann fällt mir da bestimmt was auf. Also weiß ich Aber nicht. Medizin ist aber Also heute nochmal so ein Ding, ja, es ja. wurde auf jeden Fall teilweise wieder so gefeiert, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt hier irgendwie, das wird jetzt alles gut oder so. Aber da würde ich halt, ja, also im Endeffekt heißt es nur, dass man es konkret machen muss und dass man den Leuten die Möglichkeit geben muss, dagegen Einspruch einzulegen. Dann wird der Einspruch halt automatisiert abgelehnt und weiß ich nicht wie. Also irgendwie werden sie sich da Ja, schon das ist bemühen, ja jetzt, wie das ist doch sie. jetzt der Stand der Dinge, dass der Das Einspruch Thema ist automatisiert auf jeden abgelehnt Fall wird. überhaupt nicht erledigt, will ich damit nur sagen. Das ist Nee, kein das bisschen absolut nicht. erledigt. Das wird immer noch alles Jetzt wird das Letzte aber passieren. spannend, in meinen Augen. Und im Endeffekt geben sie denen halt nur mal wieder ein bisschen Futter irgendwie, wo sie sich dann wieder ein bisschen kreativ werden müssen. Aber im Endeffekt, ja, also. Und vielleicht berufen sich da auch irgendwann mal drauf, dass sie ja in Irland sitzen, wo man den Leuten das nicht sagen muss, warum man sie Wer weiß. demonetarisiert oder keine Ahnung Ja, wie. wer Also. weiß, das kann natürlich auch sein. Ja, das werden wir sehen, ob da irgendwelche rechtlichen Finten ausgepackt werden oder so. Ich finde es aber, wie war eine ganz interessante Entscheidung und ja, auch ein bisschen richtungsweisend. Doch, doch. Achso, das war jetzt hier auch die Geschichte mit dem Bundesgerichtshof.
Gerichtshof, ja. Achso, naja. Genau, und da war es halt so, wie analog, wie du es halt gerade auch schon gesagt hast. Es geht im Endeffekt darum, dass über die Entfernung eines Beitrages zumindest nachträglich und über eine beabsichtigte Sperrung des Nutzerkontos vorab zu informieren ist. Und die Möglichkeit einer Gegenäußerung ist besonders wichtig. Ja, dass die auch eingeräumt ist, sonst kann das halt nicht durchgehen. Ja, die Upload-Filter sind da. Freut ihr euch nicht auch? Die sind ja schon länger beschieden, aber heute ist der Stichtag, wo es rein theoretisch in Kraft tritt. Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis die ganzen Systeme wirklich laufen. Einige erste Meldungen von YouTube. In Deutschland werde ein neues Pre-Flagging-Tool für Nutzer und Rechteinhaber eingeführt, um eine mutmaßlich erlaubte Nutzung anzuzeigen. Rechteinhaber, die können über ein Webformular Deaktivierungsanträge für ihren Inhalt angeben, zusätzlich zu dem bereits bestehenden Content-ID-System. Für Nutzer ändert sich das während des Upload-Prozesses, weist YouTube die Nutzer künftig darauf hin, wenn das hochgeladene Video Inhalte enthält, die für die ein Rechteinhaber durch Content-ID oder über die Deaktivierungsanträge Ansprüche erhebt. Und Nutzer können dann entweder den Upload beenden, die fragliche Sequenz des Videos ändern oder aber mit dem Upload fortfahren, wenn sie von der Rechtmäßigkeit des Inhalts ausgehen. Beispielsweise auf Grundlage einer urheberrechtlichen Schrankenbestimmung, wie das Zitatrecht oder die Parodiefreiheit. Ein von Nutzern als zulässig markierter Inhalt bleibt verfügbar, bis der Streit zwischen Uploadern und Rechteinhabern beigelegt ist. Das finde ich gut, weil das ist nicht unbedingt, wie ich es erwartet hätte. Ich hätte es erwartet, dass es vorsorglich eher dann nicht verfügbar ist. Natürlich ist es nicht verfügbar, wenn man nicht Einspruch erhebt. Allerdings gibt es noch die Kategorie, die sogenannte Red-Button-Lösung. In bestimmten Situationen, wenn uns ein Rechteinhaber, also YouTube, ein Rechteinhaber einen klaren Hinweis gegeben hat, dass die Nutzung nicht gestattet ist, bleiben die Inhalte in der Zwischenzeit gesperrt. Also in dem Fall schon. Also das ist jetzt konkret, was sich direkt bei YouTube geändert hat. Aber die ganzen, Facebook muss auch noch nachziehen. Insgesamt gibt es ja 13 Unternehmen, die rein theoretisch diese ganzen Infrastrukturen jetzt aufbauen müssten. Allerdings gibt es ja Ausnahmen für Startups und andere Ausnahmeregularien, sodass halt YouTube, Facebook und 5 andere Plattformen quasi alle Kriterien erfüllen, dass sie diese Sache rein theoretisch ab heute zur Verfügung stellen müssten. Allerdings gibt es da ja immer noch den Punkt, wo kein Kläger, da kein Richter. Und bei der GEMA sind halt noch nicht die ganzen, da sind nicht viele neue Rechteanmeldungen gekommen. Ne? Und die GEMA sagt generell, GEMA hat mit den großen Online-Plattformen, die betroffen sind, im Musikbereich bislang schon Lizenzverträge geschlossen. An diesen Lizenzverträgen wird sich kurzfristig durch die Reform nichts ändern. Also das ist halt der Punkt. Also die Unternehmen haben zwar die Infrastruktur, die sie bräuchten, noch nicht so ganz aufgebaut, aber die großen Rechteinhaber, die halten so gesehen auch noch die Füße still, dass da im wechselseitigen Interesse jetzt nicht direkt auffällt, dass das System noch nicht funktioniert. Warten wir es mal ab, wie hart die es implementieren. Wie gesagt, positiv, dass wenn man Einspruch erhebt, dass das Video dann erstmal wieder verfügbar ist. Hätte ich so nicht erwartet. Ja, in den letzten Monaten häufen sich ja die Meldungen in verschiedenen Landesteilen. Ja, also in fast jedem Bundesland hat es in den letzten Monaten Verhaftungen gegeben und Ermittlungen gegeben gegen Teile von Kinderpornografie-Ringen. Immer in Höhe von hier mal 6 Leute, da mal 10 Leute. Das größte war, glaube ich, in Sachsen 100 Leute. Ich hoffe, es war jetzt nicht das falsche Bundesland. Allerdings ist das jetzt in Bayern die Ermittlung mit einem Tatverdächtigenkreis von 1600 Leuten. Und das ist wirklich krass viel. Und nicht nur Konsumenten oder was? Bitte? Das sind nicht nur Konsumenten oder wie? Also das sind alles Tatverdächtige, die halt hauptsächlich über Messenger-Apps und andere Forengruppen quasi nachvollzogen werden können.
auch sind nicht alle bekannt, aber es laufen jetzt halt Ermittlungen gegen diese ganzen Leute. Ich meine, das sind Konsumenten, nicht Produzenten von Kinderpornografie. Oder? Sowohl als auch. Okay. Ja, also es sind sowohl im echten Leben als auch über diese Messenger-Gruppen sind halt auch Polizeibeamte in Bayern in dieses Milieu vorgedrungen und haben da Beweissicherungen gemacht. Größtenteils natürlich online, weil halt die hauptsächliche Kommunikation darüber abläuft. Aber auch darüber hinaus laufen da die Ermittlungen. Da wird jetzt noch nicht so viel gesagt, aber der Ermittlungsstand ist halt schon so weit, dass sie sich rauswagen und sagen, okay, wir ermitteln hier gegen 1600 Leute. Also werden die wohl schon einiges in der Hand haben. Und das ist deprimierend, aber gleichzeitig auch gut, wenn die Leute gefasst werden, nicht wahr? Ja, ja, ja. Okay. Lustig ist der Satz, die Ermittlungsarbeit hat ein Volumen von mehreren 100.000 DIN A4 Seiten. Mhm. Super. Aber ist ausgedruckt, ne? Ja, also hier in der Pressemitteilung wieder die direkte Quelle. Es gab noch hier und da ein, zwei Artikel, wo noch jeweils ein oder zwei Zusatzinformationen waren, aber auch nicht sehr viel mehr Informationen. Da wird wahrscheinlich noch was kommen. Aber nochmal, die Zahlen so bestrafen. Wie gesagt, wenn da 100 Leute schon tatverdächtig sind, ist das schon ein ziemlich großer Sache. Und 1600? Warum berichtet die Tagesschau nicht darüber? Die hat vor ein paar Monaten über einen Fall berichtet, da ging es um 6. Seltsam. Kommt wahrscheinlich alles noch. Obwohl, ist ja schon eine Woche her. Ja, naja. Bestimmt, weil das alles richtige Täter waren. Weiß ich nicht genau. Und vielleicht warten die auch nur, bis da ein bisschen mehr rauskommt. Das kann ja auch sein. Aber ich... Ja. Einfach nur in Anlehnung an das letzte Thema. An das Thema, was ich letzte Woche auch hatte. Weil es ja noch frisch im Gedächtnis ist. Dachte ich mal, das ist mir halt aufgefallen. In letzter Zeit extrem viele Meldungen. Was ist mit den Jungs bei den schwulen Männern oder was? Deswegen. Oder Ermittlungen da stattfinden. Du meinst es mit den Jungs, dann die schwulen Männer oder was? Bitte, was hast du gesagt? Letzte Woche das Beispiel, da weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst. Da ging es um den, den Ring in Berlin von den Leuten, die in Familien von Pädophilen gekommen sind. Ja, okay. In Pflegefamilien. Oder war es vorletzte Woche? Nee, es war letzte Woche. War letzte Woche, genau. Das war letzte Woche. Geklärt hat für die Zuschauer auch. Warum Hitler mehr gebadet hat, als du denkst. Aha. Genau. Das ist ein Talk von Jordan Peterson und da bin ich drauf gestoßen diese Woche. Der Herr Höcker ist da, glaube ich, von dieser Kanzlei Höcker, der Medienanwalt, der hatte den verteilt und ich hatte mir den angeschaut und hier geht es um dieses Ding, dass Leute, die also dass so ein Hitler und solche autoritären Leute halt so ein gesteigertes Bewusstsein für Reinlichkeit haben und so und sowas dann halt auch auf den ganzen, also so ein quasi auch so ein Volkskörper irgendwie sehen, der dann halt auch irgendwie rein sein muss. Und man kann aber die Seele nicht waschen, das geht immer nicht. Man muss da halt die Sachen irgendwie rausbringen, die den dann infizieren und mit solchen Sprüchen halt eben. Und er beruft sich hier auch auf eine Untersuchung, also das ist ein Video von 2017 und er meinte, dass es da vor einem Jahr oder so eine Untersuchung gegeben hätte, also wahrscheinlich dann 2016, wonach die in solchen Gesellschaften, wo es gerade eine erhöhte Gesundheitsrisiken gibt, ne, mit ansteckenden Krankheiten, also zum Beispiel ja, Corona-Zeit, dass das halt eben der Nährboden ist. Perfekter Nährboden war in der Vergangenheit immer für autoritäre Politik, autoritäre Bewegungen. Ja, ich erkenne Parallelen. Und das, unter dem Gesichtspunkt, und das war auch der Grund, warum der Herr Höcker das verteilt hat. Und wollte ich auch nochmal als, also erstmal habe ich es ja gerade nochmal erklärt, was er hier sagt, und dann könnt ihr es euch auch nochmal anschauen. Das geht auch nur 5 Minuten, aber ich spiele es ja natürlich trotzdem nicht vor, weil es nur der Peterson, der redet. Das ist nur eine kleine Anschauempfehlung nochmal. Margarete, ich sollte mich entmuten, wenn ich was sagen will. Wir müssen die Zögernden umwerben. Das ist ein ziemlich belangloser Werbeartikel über die Impfungen. Man kann darüber streiten. Wir
meiden das ja, über solche Grundsatzfragen zu sprechen. Deswegen soll es hier auch gar nicht darum gehen, hat die Margarete recht oder hat die Unrecht oder irgendwas. Sondern ich möchte einen Absatz zur Aufführung bringen, der mal wieder den Doppelstandard ziemlich deutlich zeigt, der hier gefahren wird. Wenn wir den Schwerpunkt der Debatte jetzt auf die ohnehin entschlossenen ImpfverweigerInnen legen, schleicht sich auch hier das inzwischen recht bekannte Phänomen der False Balance ein, das wir schon aus anderen Debatten über Corona- oder Klimafragen kennen. Die Position einer Minderheit, hier die 10% der harten ImpfgegnerInnen, bekommt so viel Raum in der Diskussion, dass es irgendwann so wirkt, als gäbe es ungefähr eine Hälfte pro und eine Hälfte contra und auch ungefähr gleich viele Argumente für und gegen eine Impfung. Das finde ich auch mal wieder so nah dran, halt an der Erkenntnis, ne? Also diese Feministin, die Enzblase und LGBTQ plus XY sind halt auch nur ein kleiner Teil der Gesellschaft. Und wie viel False Balance kann es bei dem Thema geben? Also das ist überall, das ist bei Olympia, das ist bei der Fußball-EM, es ist überall sind diese Themen. Ja, vor allem seit Jahren lassen sie keinen Klimaskeptiker mehr auf dem Schirm und jetzt haben sie eine False Balance drin, auch in dem Bereich. Das finde ich aber auch komisch. Also ist wieder mal so, wenn ich noch einen Moment weiterdenken würde, müsste ich eigentlich auch mal über die Leute, die hinter mir stehen oder vor mir stehen, nachdenken. Aber das geht in die Köpfe dieser Menschen nicht rein, weil die sind ja für das Gute. Die sind ja nicht gegen Impfung, sondern sie sind für das Gute. Und da kann man sich auch nicht entgegenstellen, ohne moralisch unterlegen zu sein gegen solche Leute. Ja, so ein Spruch hat sie schon gehört, als es um die Kinder ging mit der Impfung. Naja. Also wie gesagt, impfen oder nicht, das soll jeder selber entscheiden. Aber halt hier so zu tun, als gäbe es jetzt auf einmal ein Phänomen, dass lautstarke Minderheiten irgendwie viel Bildschirmzeit kriegen und das ist schon frech, wenn man eigentlich aus der lautstarken Minderheit kommt, die gefühlte 80% der Präsenz hat. Oder 90. Aber das ist sicher nur der alte weiße Mann in mir. Ja, ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, aber ich glaube, diese angezielte Quote von 85% ist eh ein bisschen hoch. Ist das nicht auch so, dass dann schon bei 75% Konformität in entsprechenden Tests und so, die Leute anfangen sich zu weigern, sich auf die Underdog-Seite zu schlagen oder so. Also der 85% ist wirklich ambitioniert, würde ich sagen. Hat die für ziemlich hochgegriffen. Selbst die Australier streben ja nur 80% an. Tja, hängt davon ab, mit welchen Methoden die das halt durchsetzen wollen. Ne? Daran wird man das messen müssen. Wahrscheinlich. Warten wir es ab. Macht einem ja Mut, dass ja alles bis jetzt immer so gut läuft. Ne? Und hier haben wir ein weiteres Dokument. Mal wieder ein Vertrag zwischen einem pharmazeutischen Hersteller, Pfizer in dem Fall, und einer Regierung über Impfdosenlieferungen und Rahmenverträge. Kommen ja immer mal wieder so ans Licht. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal einen vorgestellt. Ist schon was länger her, wie viel die einzelnen Impfdosen Hersteller den Ländern in Rechnung gestellt haben, pro Dosis. Von der belgischen Regierung war das damals, glaube ich. Und hier haben wir jetzt einen umfangreichen Vertragstext quasi von der albanischen Regierung. Und hier stehen einige Punkte drin, die natürlich kritikwürdig sind, weil es halt seltsame Geschäftspraktiken sind und manche Leute halt zum Nachdenken anregt. Unter anderem geht es darum, der Preis für die Impfdosen ist halt geringer als in anderen Ländern. Ja, die Auflagen waren teilweise unterschiedlich wie in anderen Ländern. Aber generell sind die Rahmenbedingungen sonst ähnlich wie in anderen Ländern, wo es wohl auch Leaks gab, die aber nicht komplett veröffentlicht wurden, sondern halt nur quasi im Journalistenkreis rotiert sind.
Ja, es sind halt besonders lustige Vertragsklauseln drin. Okay, sollte ein Teil der Lieferung noch nicht erfolgt sein, aber es sollte aus irgendeinem Grund nicht mehr gewünscht sein, dann muss trotzdem geliefert und gezahlt werden. Und ja, das ist ja besonders interessant, wenn wir uns die Lieferverträge für die nächsten Jahre angucken. Das ist ja ein Liefervertrag jetzt für die nächste Runde der Impfungen, die jetzt laufen wird. Und in Albanien jetzt, ne, wohlgemerkt, ich will ja nichts Falsches sagen. Und ja, da könnt ihr auch mal ein bisschen durchscrollen, ein paar interessante Punkte sehen. Also jetzt nichts Weltbewegendes tatsächlich, ja, auch nicht irgendeine Smoking-Gun, die viele sich erwarten. So, ah, jetzt haben wir sie erwischt oder sowas. Das, ja, Einzige, was noch so ein bisschen, das Einzige, was noch ein bisschen kritikwürdig ist, was halt noch eine neue Qualität hatte, ist halt einerseits, dass gesagt wird, selbst wenn kein Bedarf mehr ist, wird weitergeliefert und es muss weitergezahlt werden. Und es wird halt explizit auch ein Paragraph gesagt, sollte es ein Medikament auf dem Markt geben, was eine Behandlungsmöglichkeit ist und dass deswegen das Impfen nicht mehr gemacht wird, dass das keine Klausel ist, die einen Vertragsausstieg ermöglichen würde, was in einem normalen pharmazeutischen Vertrag wohl der Fall wäre. Ja, so viel dazu. Also keine großen Verschwörungstheorien, einfach nur komische Geschäftspraktiken. Und ausnutzende Situationen. Ne? Und wer zahlt es am Ende? Die albanische Regierung in diesem Fall. Ja. Und die Bürger. Ja, Nena, Aufregung um Konzert in Schönefeld. Das zweifelhafte Freiheitsverständnis von Nena. Die Nena hat ja die Beschränkungsmaßnahmen im Konzert ab einem gewissen Punkt so kritisiert, und hat halt auch ein bisschen abgerantet auf der Bühne und ein paar starke Worte abgelassen. Das haben die da aber auch komisch aufgebaut. Und natürlich kommt hier direkt das Gegenecho, weil das kann ja nicht sein, dass ich weiß nicht, kann man Nena als Freigeist bezeichnen, dass das so eine Dame halt auf der Bühne ihre freie Meinung äußert? Und ja, weiß nicht, aber hast du das gesehen, wie die Leute da in so aufgebaute Bierkisten sich... ja, angewiesen wurden, da sich reinzubegeben mit einer Gruppe. Das ist oder so. Ja, eine Art von Hygienekonzepten, die sich so durchgesetzt haben bei solchen Veranstaltungen. Boah, ja, ich finde schon ein bisschen seltsam, ja. So aber, Zellen oder so, echt komisch. Naja. Tja, aber hier der Text ist schon wirklich toll. Ja. Ich sehe es ein bisschen vor. Schneider entschied sich für sich und seine Band, dass er so nicht auftreten wollte. Also hier geht es um Helge Schneider, der hat ja auch ein Wochenende abgebrochen, auch ein paar starke Worte dazu gesagt, auch gut anzusehen. Nena aber forderte Tausende von Fans auf, näher zusammenzurücken. I don't fucking care, ich hab die Schnauze voll, sagte sie in Bezug auf die Corona-Maßnahmen. Ihr Hinweis, dass auch beim Christopher Street Day am Vortag Zehntausende eng beieinander auf den Straßen Berlins unterwegs waren, ist vollkommen berechtigt. Das wird wenigstens gesagt. Doch deutlicher konnte sie die Geringschätzung für Risikogruppen unter ihren Anhängern nicht ausdrücken. Hä? Verständlich, dass erboste Besucher das Konzert frühzeitig verließen. Wie gravierend der Vorfall für die zarten Hoffnungen der Veranstaltungsbranche ist, wird sich noch herausstellen, weil das Problem ist ja, dass da jetzt einfach sagen, ja okay, wenn solche Szenen sich wiederholen, können wir solche Konzerte überhaupt noch stattfinden lassen, wenn halt da die Leute animiert werden, die diese Hygienemaßnahmen oder wie es hier reißerisch gesagt wird, die Corona-Maßnahmen. Ja, das sind ja nicht grundsätzlich die Corona-Maßnahmen gewesen und das Hygienekonzept vor Ort, was explizit kritisiert wurde. Ne? Muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber soweit wird das halt aufgepumpt und ich hoffe mal nicht, dass das jetzt viele Veranstalter dazu bewegen wird, irgendwie entweder die Hygienemaßnahmen noch ein bisschen höher zu fahren oder gleich zu sagen, okay, vielleicht sollten wir die Konzerte dann doch gleich sein lassen. Die Veranstalter, die verdienen doch damit, die lassen das nicht von sich aus fallen, glaube ich nicht. Ja, aber die haften auch, wenn was passiert. Ja, sollen sie denen mal nachweisen, dass das da passiert ist. Jetzt muss ja nichts unbedingt passieren, aber es sind ja Brüche der Hygienemaßnahmen da gewesen und der Veranstalter wird da wahrscheinlich auch für zur Rechenschaft gezogen werden worden sein von örtlichen Ordnungsbehörden. Ja, das wird sicher auch Geld gekostet haben. Ja, catch me if you can. Assessing the risk of SARS-CoV-2 transmission via Eurocash. Da haben sie auch einen Joker gefressen bei der Europäischen Zentralbank, die Arbeitsgruppe, die dieses Paper hier erzeugt hat.
Und es geht im Endeffekt darum, wie sich die europäische Bevölkerung verhalten hat in der Pandemie in Hinsicht auf Bargeld. Ob Bargeld weiterhin genutzt wird, ob sie vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind. Und es zeigt sich eine lustige Zwiegespaltenheit. Einerseits sagen die Leute, dass zwar 39% der Leute sagen, ich benutze weniger Bargeld als vor der Pandemie, aber dass es so ist, dass seit Beginn der Pandemie die makroökonomischen Zahlen, die hier halt auch ausgewertet werden, zeigen, dass im Endeffekt mehr Bargeld, also klar ausgedrückt, es wurde mehr Bargeld von abgehoben und ist irgendwo verschwunden, als dass es dann wieder im Geldkreislauf gelandet wird und wieder bei der Bank gelandet wird und von der Zentralbank wieder vereinnahmt wurde. Das heißt, die Leute haben sich quasi ganz viel Bargeld abgehoben und unter die Kopfkissen gesteckt in der Krise. Ja, richtig, ey. Und zwar sieht man gut, seit hat halt angefangen während der Krise, ne? Vor allem im März 2020, da ging es dann so richtig los. Und hat bis jetzt quasi angehalten. Es gab da quasi ein paar Fluktuationen und sehr viel von dem Geld ist auch wieder zurückgeflossen. Aber eindeutig ist sehr viel mehr in der Hand der Leute geblieben, als es wieder dem Geldkreislauf zugeführt wurde. Das ist die größte Sache. Und rein wissenschaftlich gesehen ist es ja so, dass die Gefahr, sich über Geldscheine anzustecken, relativ gering ist. Hängt natürlich davon ab, was man mit den Geldscheinen macht, aber das ist ein anderes Thema. Ein Thema, wo man sich sehr viel mehr Sorgen machen muss, im Gegensatz zu Geldscheinen, ist halt, das Smartphone-Display. Ja, ich weiß ja nicht, wie regelmäßig ihr euer Handy-Display putzt. Ich kann es nur empfehlen, insbesondere wenn ihr euch in nicht so ganz sanitären Umgebungen aufhaltet oder vielleicht auch in Krankenhäusern oder so. Auf jeden Fall empfehlenswert. Aber nicht viele Leute machen das. Und da haben sich halt ein paar lustige Chilener zusammengesetzt mit ein paar anderen internationalen Professoren und Forschungsassistenten und haben im Endeffekt ein System entwickelt, wie man quasi über Smartphone-Display-Abriebe quasi feststellen kann, ob jemand SARS infiziert ist oder nicht. Also man muss gar nicht mehr in die Nase gehen. Theoretisch könnte es sein, dass ihr, wenn dieses System tatsächlich so eine Industriereife hat, wie es hier vorgegeben wird, es laufen Tests in Chile und es nutzen einige Regierungsstellen in Chile anscheinend auch schon. Und es funktioniert einigermaßen gut, weil, die Handys sind halt immer nah an unserem Gesicht. Wir benutzen unsere Finger, touchen auf dem Handy rum. Und es stellt sich raus, dass man da relativ zeitnah, relativ schnell feststellen kann, gibt es da eine Viruslast und vor allem auch relativ aktuell, wie hoch ist die aktuelle Last? Und vor allem auch, wenn man die Tests halt über einen gewissen Zeitraum macht, Veränderungen relativ schnell feststellen kann. Und wie gesagt, wenn das tatsächlich... Ich dachte, man muss ganz hinten tief in den Rachen rein oder ganz tief in die Nase, haben sie doch die ganze Zeit gemacht. Bitte? Jetzt reicht es ist doch ein Ding, was vor dem Gesicht ist. Jetzt reicht das, dass das vor dem Gesicht ist. Und früher mussten sie, oder letztes Jahr musste man eben noch immer ganz tief in die Nase rein, um das Virus überhaupt zu finden oder so. Schon erstaunlich. Ja, Spucktests gibt es ja auch. Ja, also putzt eure Handys, sage ich nur. Oder auch nicht, wenn ihr das als für Tests benutzen wollt. Oh ja, das ist toll. Ne? Kalifornien, das wäre tatsächlich absolute Fake News gewesen. Da bin ich auch nicht drauf reingefallen. Was? Ich bin aber reingefallen. Ja. Stimmt das nicht, oder was? Ja, ja, also Dell-PCs schon, aber nicht allgemein alle Gaming-PCs. So, ja. Ja, ab einer bestimmten Power-Consumption, also je nachdem, wie viel Strom die wohl aufnehmen oder verbrauchen, da gibt es eben in Amerika auch mittlerweile Restriktionen, so wie die EU das gemacht hat für unsere Staubsauger und so. Da gilt das dann eben für verschiedene Staaten und da ist ja auch eine Liste wohl, die Rechner, die betroffen sind, wenn ich das hier sehe. Due to Power Consumption Regulations, ja. Die Staaten sich da eben auferlegt haben. Ja, aber es ist nicht mal so, dass die
Regularien so streng sind für die PCs, weil es sind halt andere Gaming-PCs, die auch sehr viel Energie benutzen, nicht davon betroffen. Es ist tatsächlich so, dass Dell halt die PCs so konfiguriert, dass sie halt einfach bestimmte Standby, sie benutzen tatsächlich mehr Strom, als sie benutzen müssten. Es ist eigentlich dumm, als Kunde die Dinger zu kaufen, weil wenn du den gleichen PC mit den gleichen Komponenten selber zusammenbaust, verbraucht er weniger Strom. So. Aber weil Dell die Sachen halt so zusammenbaut, wie sie es zusammenbaut, verbrauchen sie mehr Strom in der Konfiguration von denen. Also es ist an sich ein Konstruktionsfehler von denen. So würde ich das sagen. Ja, aber die machen damit halt billig Kohle, ne? Die bauen die PCs ja auch so, dass du nicht, dass die haben so eine integrierte Lüftung in den Gehäusen da, dass wenn du irgendwie irgendeinen Teil ausbaust, die Grafikkarte und austauschst, wenn sie überhaupt ins Gehäuse reinpasst, dass dann die ganze Lüftung des Geräts nicht mehr funktioniert. Und dann musst du natürlich direkt einen neuen Computer kaufen von Dell oder am besten einen anderen, ne, wenn du intelligent bist. Wenn du doof bist, kaufst du noch einen Dell. Ja, die arbeiten das ist halt eher so das Problem. Nicht also, ich kenne es von anderen Herstellern, dass sie gerade in so Fertig-PCs beispielsweise Netzteile reinbauen, die eben gerade das leisten können, was der Rechner auch an Leistung aufnimmt. Die ganzen Komponenten. Ja, und dann sind die Dinger natürlich schnell am oberen Ende angekommen und brennen durch. Ne? Da ist ein kaputtes Netzteil drin. Das ist bei anderen Herstellern so das Problem. Ja, das macht eben Alienware nicht. Ne? Aber ja, viele Tricks, richtig. Ist ja auch eine andere Geschichte. Werden Luftschiffe und Zeppeline eine weitere Chance bekommen? Ja, es gibt derzeit mehrere Firmen und mehrere Regierungsprojekte weltweit, um Zeppeline wieder ein bisschen hoffähig zu machen und Luftschiffe. Alle 10 Jahre gefühlt. Bitte? Alle 10 Jahre gefühlt. Ja, jetzt kommt halt wirklich ein bisschen mehr Dampf hinter die ganze Sache. Weil, das ist doch super dann. Gerade wegen der ganzen Green Energy Angelegenheit. Ja, es wird ja immer geguckt, wie kann man noch Konzepte entwickeln, um Sachen zu sparen. Ich meine, wenn du dir alleine guckst, wie viel Geld in die Förderung von Solarflugzeugen gesteckt wird, da kann man schon mal ein paar Zeppeline für bauen, weil es ist ja im Endeffekt eine ausgereifte Technik, die über 100 Jahre alt ist und damals schon ausgereift war, mit modernen Materialien und Werksmethoden ist es noch sicherer, als es damals schon war. Es hat ja damals mit der Hindenburg-Ära geendet. Also es war ja mit der Hindenburg, die in Amerika abgestürzt ist. Es war eins der ersten Luftfahrtkatastrophen, was halt aufgenommen wurde auf Film. Aber heute, das hat einen so krassen psychologischen Effekt gehabt auf die ganzen Leute, dass sie halt gesagt haben, okay, das können wir nicht mehr machen. Das ist zu gefährlich. Aber rein technisch gesehen spricht nichts dagegen. Und wie gesagt, wenn man Energie sparen will, es ist technisch ausgereift und es ist nicht so schnell wie normale Luftfahrt, natürlich. Es gibt ja aber auch, es ist auch nicht so langsam rum, ne? Im Interkontinentalverkehr wie beispielsweise Schiffe. Ja, Schiffe sind langsamer, sie sind schneller als Schiffe immerhin. Und diesen Artikel gebe ich euch als Leseempfehlung. Ist ein sehr langer Artikel, wo auf die Geschichte der Sachen hingewiesen wird und noch einige aktuelle Entwicklungen aufgezeigt werden. Und ich finde das sehr schön. Ich habe dafür immer eine Faszination gehabt, warum auch immer. Ja, und sowas wie bei der Hindenburg passiert ja heute nicht mehr, weil du da keinen Wasserstoff mehr reinmachst in die Schwebekörper von den Teilen. Wie gesagt, es gibt ja so Dinge, das sind eben wenige, ne? Es wird nicht kommerziell gemacht. So. Das Schöne ist, da kommt auf jeden Fall wieder, wenn die da jetzt 4, 5 Standorte bauen können, kann man da später wieder schöne Freizeitbäder eröffnen. Im Hangar, ja. Also ich fände das schön. Ich hoffe, das wird nicht auch an den Grünen scheitern. Was ist hier an den Grünen gescheitert? Genau. Das ist alles scheitert an den. An den Grünen ist gescheitert. Also die Grünen sind quasi TERFs. Allerdings mit V. Also die Grünen sind Transrapid Exclusionary Radical Verkehrspolitiker. Und den Beweis dafür liefert Herr Trittin. Ohne grüne Bremser in dieser Bundesregierung gäbe es kein Ende dieses technologischen Unsinnsprojekt Transrapid. Und ohne grüne Bremser in dieser Bundesregierung. Ja, das war's auch schon. Also, hier hatte jemand bezweifelt,
dass das an denen gescheitert ist. Und der ehemalige Umweltminister sagt nochmal, dass er schuld ist. Und freut sich drüber. Und die Chinesen bauen es jetzt. Und wir müssen wieder ICE reparieren. Juhu, mit Bakterien schonend die Welt ernähren. Wenn man es richtig anstellt, produziert man mit Einzellern deutlich effizienter Proteine als mit Pflanzen. Njam, njam, njam. Das zeigt der Vergleich zwischen Acker- und solarbetriebener Zuchtstation. Ja, also hier geht es um, man kann im Endeffekt mit Solarzellen Bakterienkulturen zum Reifen bringen und auf einen Quadratmeter oder auf einen Hektar gesehen, kann man so sehr viel mehr Proteine erschaffen, also Proteinäquivalente, sagen wir es einfach mal so. Ob das so lecker ist, weiß ich nicht. Als mit herkömmlicher Soja-Befarmung, Mais-Befarmung oder solchen Sachen. Als Tierfutter-Alternative ist das super gut, beispielsweise. Allerdings ist es natürlich einfach ein Protein, was der menschliche Körper auch verarbeiten könnte, genauso wie Tiere. Also könnte das auch in veganen Burgern oder sowas landen. Es gibt ja auch schon Produktionsmethoden dazu. Das Einzige, warum sowas noch nicht flächendeckend ausgerollt ist, ist, dass es trotz Förderung, wenn man die ganzen Fördergelder, die für sowas theoretisch zur Verfügung stehen würden, einberechnet, ist es halt immer noch doppelt so teuer als normale Landbefarmung. Das gibt halt noch nicht genug Proteinäquivalent. Ja, also es wird noch ein bisschen dauern, bis das schöne Proteinäquivalent in unseren Nahrungsmitteln überlandet, aber einige interessante Sachen könnt ihr in diesem Artikel noch durchlesen. Wenn sich das rechnet, kann das schnell gehen. Und es stecken sich weniger Leute mit Krankheiten an, wenn man die ganzen Bakterien isst. Ich finde das schon eine vernünftige Idee. Ja, also wenn du noch ein bisschen runterscrollst, da ist noch ein Schaubild, aber ist ja auch nicht schlimm. Da könnt ihr euch angucken, ist ganz interessant, aber es wird im Endeffekt einfach nur Methan extrahiert, ne? Also Luft, CO2, Methanol, Biomasse wird gewonnen, daraus wird dann Protein extrahiert und daraus, ne, Proteinäquivalent, njam, njam, njam. Und das kann dann entweder an die Tiere verfüttert werden oder das landet in einer wunderbaren, schönen veganen Burgerbude. Das sättigt auf jeden Fall dann auch, oder was? Ja. Oh, das macht so satt. Ist da diese reine Sonnenenergie, ich sag's dir. Ja, ich hatte hier ein Video, das ich mal empfehlen wollte. Und zwar ging es da um Geoengineering, inwieweit das schon gemacht wird, vor allen Dingen. Sehr interessanter Teil. Es gab übrigens auch letztens auf Arte mal was drüber. Und was man überhaupt für Möglichkeiten hat und für Tricks eben sich ausgedacht hat, wie man die Erde wieder kühlen könnte, wenn sie denn zu warm wird. Weil, und das wollte ich auch eigentlich, habe ich letztes Mal vergessen anzumerken, nochmal sagen, wenn die Erde wärmer wird, dann die runterzukühlen, ist auf jeden Fall ein einfacheres Unterfangen, als sie wieder aufzuwärmen, wenn es zu kalt geworden ist. ja, und das ist eigentlich nur eine Empfehlung, sich das Video mal anzugucken. Ganz interessant, also es wird verschiedene Sachen auch schon benutzt, wie gesagt, heute. Das mit den Silberionen ist bestimmt bekannt, dass da irgendwie Wolken aufgelöst werden teilweise. Aber die Chinesen machen da auch noch ein bisschen mehr und ja, teilweise wundert man sich, wie viel mehr und wie lange schon. Je nachdem, was sie also, jedenfalls, was die so sagen da. Hashtag Chemtrails. Ja, Chemtrails sind natürlich irgendwie dann das Thema, auf sich eindampft, ne? Oder das Schlagwort, wie so immer man es sein soll. Trotzdem finde ich es interessant und vor allen Dingen, die Möglichkeiten sind einfach vorhanden, ne? So runterzukühlen, das kann man einigermaßen machen mit einem Vulkan oder so. Wir könnten da so. Wieder aufwärmen ist schwierig. So ja, Weltraum-Kühlschrank bauen, wo die Erde reinpasst. Ja. Und da macht man Licht an, was nicht ausgeht, wenn man die Tür zumacht. Machen wir mal Siemens, die bauen uns das. Stimmt. Ja, ich meine, im letzten Jahr wurde ja auch von der amerikanischen, ich glaube von der Armee, nicht von der Luftwaffe, wurde ja auch das SDI-Programm gestartet, das Dispersion Intervallprogramm. Schon wieder, früher hieß es doch. Stratosphäre Dispersion Intervallprogramm, glaube ich, heißt es. Mhm. Ist ja alles nichts Neues. Laser Engineering, ne, manche sagen dann noch, der Bill Gates investiert da auch in eine Firma, genau wie ganz viele andere Leute, der investiert da nicht direkt in die Firma, sondern
dem gehört halt ein Teil über einen von seinen Investmentfonds. Ja, ja, genau, die kaufen und, die Aktien so für die Verantwortung. Nicht, dass er die Sache schon mal nicht, also er hat sie ja schon mal positiv erwähnt, so ist es nicht. Aber ja, es ist einfach eine ganz normale Technik der Wettermanipulation. Die Frage ist einfach nur, was kann man damit noch alles machen? Das ist die Frage. Naja. Europa auf dem Weg in die Katastrophe. Ja, was für ein heiteres Thema. Hier haben wir einen Artikel von dem Herbert Sauruck. Das ist ein Energienetzspezialist aus Österreich, der ja, mit typischer österreichischer Art manchmal auch ein bisschen daherpoltern kann. Nennt sich, wird im Internet der Blackout-Papst genannt, so viel dazu. Aber an sich seriös und er beschreibt hier den aktuellen Zustand des europäischen Stromnetzes und wie das europäische Stromnetz sich derzeit in einem Stresszustand befindet. Es immer wieder Situationen gibt, wo eingegriffen werden muss, dass halt keine dass das Netz entweder nicht zersplittert oder dass es sogar zu Sondersituationen gibt, wo einfach Abschaltungen, Zwangsabschaltungen von Fabriken, Großindustriellen und irgendwann sogar Endverbrauchern passieren müssten. Das soll ja immer verhindert werden. Das schlimmste Szenario ist der sogenannte Blackout. Heißt, wenn das Stromnetz so sehr aus der Balance gerät, dass es halt komplett neu gestartet werden muss, weil es nicht mehr synchron läuft. Ja, es muss ja immer sich um eine Netzfrequenz von 50 Hertz ungefähr bewegen. Und ja, 2 Hertz nach oben oder unten und dann ist Ende. So, dann ist wirklich Blackout und dann kann man die Sachen rein theoretisch neu bauen. So krasse Auswirkungen hätte das dann direkt. Deswegen wird es natürlich alles vorher abgeschaltet. Ich kann euch das auf jeden Fall nur empfehlen, euch das durchzulesen. Das ist alles fundiert und ist alles so und ist halt das traurige Thema der Energiewende. Mhm. Es geht nicht darum, auch wieder, es gab ja letztes Mal einen erzürnten Kommentar, dass irgendwas wäre, dass mit irgendwelchen Themen nicht zu Rande kommen würden oder so. Es geht darum, wie wird die Energiewende denn gemanagt? Wird sie auf eine Art und Weise gemanagt, dass nicht die Lichter ausgehen? Ja, oder wird es auf eine Art und Weise gemanagt, dass wir die Umwelt wirklich retten können und gleichzeitig unseren Wohlstand und unseren Strom weiter erhalten können? Das ist die Frage. Und leider, ja, wenn es leider fahren wir ja gerade eine Strategie, wie ich sie ja auch schon mal gesagt habe, wir schalten bei uns die Sachen ab, um CO2 zu sparen und kaufen dann aus dem Ausland Strom ein, Grünstrom ein oder irgendwelche anderen Sachen. Im Moment setzen wir ja alles auf den Wasserstoff, der grün hergestellt werden soll. Aber kommen wir zu China. China doubles down on coal despite global push to go green. Ja, also der Weltkohlepreis ist am Steigen und am Steigen und am Steigen, weil die Nachfrage weiterhin steigt. Sie steigt nicht aus Ländern wie Deutschland. In Deutschland, wir schalten dieses Jahr wieder 12 Gigawatt an Kohlekraftwerken. Ja, das heißt, wir brauchen immer weniger Strom. Das glaube ich eh noch nicht, aber gut. Ich habe einen Bekannten, der arbeitet in so einem Kohlekraftwerk. Strom brauchen wir immer mehr, aber wir brauchen immer weniger Kohle. Und die Chinesen, die brauchen immer mehr Kohle, weil die ja immer mehr Kohlekraftwerke bauen. Ja, und das ist, ne, wenn wir bis Ende dieses Jahr 12 Gigawatt abschalten an Kohle, ja, und die bauen 50 Gigawatt auf an Kohle, das rechnet sich auf die lange Zeit oder in Kurzfrist oder wie man es auch immer sehen will. Und ja, es ist halt auch wieder die Sache, ne? Wie soll man die Energiewende schaffen, wenn man an die Sachen denkt und man sieht, was die Chinesen machen. Ja, dann ne, könnte man vielleicht auch mal überlegen, hier einen Gang runterzuschalten, um nicht die gesamte europäische Netzsicherheit zu gefährden. Oder man kann einfach so weitermachen wie bisher. Eigentlich haben ja die Warner schon so ein bisschen recht bekommen, weil das mit den Ausfällen, also, das merkt man ja nur nicht, weil dann teilweise irgendwelche Großindustrien abgeschaltet werden und Entschädigungszahlungen oder so bekommen. Ja, nur so eine Zahl, um nochmal den Artikel von dem Sauruck vorhin zu empfehlen. Das ist auch ein zweiteiliger Artikel. Vor 15 Jahren hatten wir 6 Sonderfälle im Jahr und jetzt haben wir um die 3000 im Jahr im europäischen Netz. Das hat sehr viele Gründe und das hat keine großartigen Gründe, es sind einfach technische Gründe. Ja, wenn zum Beispiel durch die Schweiz Strom durchgeleitet wird, ja, von Europa, ja,
die sind ja Teil unseres Stromnetzes. Mhm. Wenn da halt irgendwelche Sachen sind, wie es gerade war in Spanien, ja, da ist aufgrund von einem Brand ist eine Leitung abgeschaltet worden und dann gab's wieder eine Aufspaltung des Netzes kurzfristig mit dahingehenden Abschaltungen. Da fließen einfach riesige, viel mehr Stromstärken durch die Schweiz einfach durch, so, und da die einfach ein reines Durchflussland sind und sehr viel Durchfluss herrscht und die sehr wenig verbrauchen im Vergleich zu dem, was durch sie durchfließt, ist das für die auch eine sehr seltsame Situation. Ja, weil diese Netzstabilität ist halt wirklich am Limit überall. Lest euch den Artikel durch. Absolute Empfehlung. Sehr gut dargestellt. Ja. Chinas Außenministerium heizt Stimmung gegen BBC-Reporter an. Ja, die Anti-China-Berichterstattung läuft weiter, überraschenderweise. Alles gut, wunderbar. Und hier geht es im Endeffekt um die Regenfälle, die es in China auch gab. Und es sind ja mehrere große Städte und mehrere Regionen und Dörfer, ländliche betroffen gewesen. Sehr, sehr, sehr viel mehr, als natürlich von der chinesischen Regierung dargestellt wurde. Die sind ja immer noch im zweistelligen Bereich bei den Angaben, wie viele Leute da gestorben wären in der letzten Zeit bei diesen Regenfällen. Was, wenn man sich die Bilder anguckt, natürlich lächerlich ist. Ne? Der eine überflutete Highway, ja, Tunnel in der einen Stadt, da sollen 11 Leute gestorben sein, von 6.000 Autos, die da eingesperrt waren. Ja gut, ich meine, kann man sich selber überlegen. Und da sind halt natürlich auch Reporter vor Ort, die sich das Ganze angucken und sagen, irgendwie stimmt das alles hier nicht so überall. Und wenn das den Leuten auffällt, dann wird hier in dem Artikel werden einfach mal die Standardtaktiken beschrieben, wie die Chinesen halt die 50-Cent-Armee-Leute, die Wuma, halt auf die hetzen. Dann wird erstmal im Internet geschrieben, hier der macht falsche Berichterstattung. Dann wird ein Nachrichtenvideo von dem mit chinesischem Untertitel, wo irgendwie was komplett Falsches gesagt wird, halt verbreitet in den chinesischen Nachrichten, in den chinesischen Social-Media-Sachen. Nicht von Nachrichten-Outlets, aber von Parteiangehörigen, ja, und teilweise halt auch von irgendwelchen Untergruppierungen von die kommunistische Jugendorganisation hat beispielsweise aufgerufen gegen einen BBC-Reporter explizit hier, aber ins Kreuzfeuer geraten ist ein Herr der Deutschen Welle, der dort quasi mit dem einfach verwechselt wurde. Und gut, der ist jetzt nicht zusammengeschlagen worden oder so, aber der ist zumindest körperlich bedrängt worden, abgehalten worden, da seine Arbeit nachzugehen, und bis er dann halt den Ort verlassen hat. Und schön, dass mal über diese Methoden jetzt auch berichtet wird und nicht einfach nur, ach ja, wir waren da und es war alles so toll und ja, wie es ja oftmals in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, gerade bei den Journalisten. Also ich finde es gut, dass die Berichterstattung weiterhin auf einem realistischen Niveau abläuft, was China angeht. Und in Hongkong, was ja leider auch immer mehr Teil China, es ist ja Teil von Chinas jetzt, und die Sicherheitsgesetze sind ja auch dem chinesischen Festland angepasst worden. Und bei den ganzen Protesten gab es ja hunderte von Leuten, die da verhaftet worden sind. Und der erste ist jetzt halt nach diesem neuen Sicherheitsgesetz zu 9 Jahren Haft verurteilt worden. Für keine gewalttätigen Sachen oder sonst was. Er ist mit seinem Motorrad in eine Barrikade gefahren, hat halt anti-chinesische Sachen skandiert in Social Media vorher und 9 Jahre Haft dafür. 100 weiteren wird jetzt noch der Prozess gemacht. Und ja, das ist halt, ja, was soll man sagen? Es ist wirklich schade mit anzuschauen, wie in Hongkong halt, es ist absehbar gewesen. Das Gesetz ist ja klar, das Gesetz ist ja da. Es steht ja im Gesetz drin, was im Gesetz steht. Aber jetzt wird es halt auch wirklich angewandt. Und es ist an sich die Frage, wie lange die chinesische Regierung überhaupt noch diese Scharade da in Hongkong aufrechterhält von Unabhängigkeit. Und das hängt halt natürlich sehr stark mit den wirtschaftlichen Außenbeziehungen zusammen. Es haben ja noch nicht alle Länder gegen Hongkong, ich will jetzt nicht sagen Sanktionen erlassen, aber die wirtschaftlichen Beziehungen dahingehend eingeschränkt, dass sie halt Hongkong eher wie einen chinesischen Akteur
handhaben als wie einen westlich orientierten Akteur wie beispielsweise Japan oder Hongkong, Philippinen, Malaysia oder sowas gehandhabt werden würde im internationalen Finanzmarkt. Und ob das reichen wird, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Amerikaner haben ja jetzt für festlandchinesische Firmen schon bestimmte Richtlinien erlassen, dass sie jetzt nicht mehr diese leicht erleichterten IPOs in Amerika haben können. Das heißt, Hongkong ist eine der größten Stationen, wo ausländisches Kapital für chinesische Firmen akquiriert werden kann. Also müsste das denen eigentlich wichtig sein. Ich hoffe mal, dass das wichtig genug ist für China, dass sie den Hongkongern vielleicht mal wieder ein paar Rechte zurückgeben. Auch wenn es nur temporär ist, würde es mich freuen zu sehen. Was haltet ihr dann von der Angelegenheit in Hongkong? Ne? Oder meint ihr, da ist alles wunderbar und am besten sollte man dahin in Urlaub fahren? Ich glaube nicht, oder? Also von Europa aus schwierig. Ja, das ist ja einfach noch ein Video, was ein bisschen die Runde gemacht hat in sozialen Medien von diesem, der ja als Comedian beschrieben wird, da in der Mitte, und das soll den halt zeigen auf dem Weg zu seiner Exekution. Und ja, angeblich nur, weil er halt irgendwie Witzchen macht oder so. Und sieht auch so ein bisschen aus wie so in Richtung Charlie Chaplin oder so. Ja, Afghanistan, super Land auf jeden Fall. Die noch humorloser als Deutsche oder was? Naja, wir haben ja auch das Institut für Humor. Ja, genau. Jetzt gucken die nochmal da drauf. Wahrscheinlich. Ja, die überrollen Afghanistan, ja. Aber das Institut für Humor sagt dann wahrscheinlich, das ist kulturell so, das muss man akzeptieren. Muss man vielleicht mit Humor nehmen. Oh nein. Ich glaube, dass die Humorexperten, die sagen da auch nichts mehr. Nee. Ja, hier haben wir einen weiteren Experten, in Sicherheitspolitik und Diplomatie. Am 1. August tritt der deutsche Politiker Christian Schmidt das Amt des Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina an. Huch, was ist das denn? Kennt ihr das? Ja, das ist ein Amt, was halt nach der Aufspaltung von Jugoslawien über die UN etabliert wurde. Und der Hohe Repräsentant der Vereinten Nationen, ich weiß nicht, ob es der Vereinten Nationen ist oder der... Auf jeden Fall der Hohe Repräsentant, das ist zumindest Teil des Titels. Der ist quasi der Regierung nebengelagert. Ja, es gibt ja die Regierung dort und die haben auch demokratische Wahlen, und der Hohe Repräsentant, der soll im Endeffekt darauf sorgen, dass die Rechtsstaatlichkeit eingehalten wird und dass die Entwicklung von Bosnien und Herzegowina hin in seinen historischen Grenzen, hin zu einer Demokratie nach europäischen Werten funktioniert. Dazu hat er weitreichende gesetzliche Befugnisse. Er kann im Endeffekt am Parlament vorbei Gesetze verändern. Er nennt hier selber in diesem Interview scherzhaft das Beispiel: ich könnte es zwar tun, aber es wäre ja nicht in meinem Interesse, die Straßenverkehrsordnung dort zu verändern. So, selbst das könnte er tun. So eine Macht hat er. Was er sagt in dem Interview ist, dass er möchte darauf hinsteuern, dass dieses Amt gar nicht mehr notwendig ist. Das hieße halt im Endeffekt, Bosnien und Herzegowina in einen Stand zu versetzen, EU-Beitrittsrichtlinien erfüllen zu können, vollumfänglich. Und dann könnte dieses Amt theoretisch abgegeben werden. Das hat er natürlich nicht zu entscheiden, das wird von der UN entschieden. Dass ja auch alles lustig ist. Und dann könnte diese autonome Regierung in ihrem eigenen Land wieder autonom regieren. Wie gesagt, nicht, dass der dauernd eingreift in irgendwelche Gesetzgebungen, aber er möchte halt schon ein Zeichen setzen. Das heißt, er wird wahrscheinlich einige Sachen anstoßen, und er meint, er fände es schön, wenn er der letzte hohe Repräsentant wäre, was ich gut finde, weil es gibt nicht viele Leute, die ihren eigenen Job abschaffen wollen. Das ist ja ein hehres Ziel. Aber gut, ich meine, er ist ja nebenbei auch
ja, Bundestagsabgeordneter. Ich weiß gar nicht, ob er dann jetzt wieder kandidiert, aber war es auf jeden Fall bis jetzt und hat heute sein Amt angetreten. Am Tag des Stinkefingers. Und die Bosnien und Herzegowina, was die von der ganzen Angelegenheit denken, das könnt ihr euch denken. Ne? Tag des Stinkefingers, sag ich nur. Ja, was heute auch passiert ist in Amerika, hatte auch einen Artikel von der New York Times, aber einfach nur kurz dazu gesagt, aufgrund von administrativen und unfähigen Sachen innerhalb der amerikanischen Regierung, zugegebenermaßen eigener Unfähigkeit sogar, wurde halt das Moratorium, dass Vermieter ihre Mietenden nicht rausschmeißen dürfen, selbst wenn sie ihre Miete nicht zahlen, was seit einigen Monaten jetzt gelaufen ist, ist jetzt ausgelaufen. Und über diese Monate hat sich ein krasser Stand akkumuliert und wir sehen hier eine Karte vom amerikanischen Zensus und Likelihood of Eviction or Foreclosure, also die Wahrscheinlichkeit, dass man herausgeschmissen wird oder zwangsvollstreckt wird, liegt in verschiedenen Staaten jenseits der 50%, in einzelnen, aber generell in Amerika im Durchschnitt waren es, glaube ich, 38%. Ist, man muss da im Hinterkopf zwei Dinge haben. Punkt eins, die Zahl ist so hoch, weil es dieses Programm gab, dass sie nicht unbedingt zahlen mussten. Es gibt viele Leute, die haben absichtlich nicht gezahlt, weil sie nicht mussten. Und die haben das Geld noch auf der hohen Kante und die können einfach die Rente zurückzahlen, die Miete zurückzahlen. Und dann haben sie das Problem nicht. Aber bei vielen Leuten sieht die ganze Sache ein bisschen anders aus. Es gibt ein weiteres Programm, wo die Regierung gesagt hat, hier, die Leute, die die Sachen nicht zahlen können, die kriegen zusätzlich vom Staat auch nochmal Geld, um ihre Miete bezahlen zu können. Allerdings hat dieses Programm bis jetzt auch aufgrund von Verteilungsschwierigkeiten kaum Geld ausgezahlt. Ich glaube, von 40 Milliarden, die in dem Topf waren, haben die 700 Millionen ausgezahlt über den Zeitraum von einem Jahr. So, und da gibt es jetzt im Endeffekt ein Problem, was ihr euch alle denken könnt, dass es in Amerika jetzt halt gerade wirklich in sehr vielen Haushalten zu schlimmen Szenen kommt mit den Vermietern und auch in Vermieterhaushalten, weil die Vermieter ja auch vielleicht Probleme haben. Wenn sie nicht gerade irgendein Miethai sind oder eine große Immobilienfirma, dann haben sie weniger Gewissensbisse. Aber selbst dann haben sie ja vielleicht Mietausfall. Das ist schon eine ziemlich krasse Situation, die da gerade in Amerika ist. Ja, und ich erwarte, dass halt jetzt in den nächsten Tagen da auch nochmal irgendeine Notlösung gefunden wird. Sonst haben wir am unteren Ende der Schätzung 3 Millionen, am oberen Ende der Schätzung 11 Millionen Leute, die im Laufe dieses Monats quasi zwangsläufig aus ihren Wohnungen raus müssen und entweder eine neue Wohnung finden müssen, wenn sie sich leisten können, oder halt nicht. Ja. Schöne Zeiten. Das macht sich an der Verteilung dieser Gelder fest, oder was? Bitte? Das macht sich fest an dieser Verteilung der Gelder, oder wie? Da ist ja eine ganze Menge Geld über im Prinzip. Ja, es ist halt eine Mischung zwischen vielen Sachen. Ne? Viele Leute haben ihren Job verloren, können die Miete nicht zahlen. Viele Leute wollten die Miete nicht zahlen und haben das Geld anderweitig ausgegeben, weil sie dachten, okay, wir bekommen ja eine staatliche Hilfszahlung, warum kann ich ja auch für was anderes ausgeben? Es gibt ja ganz viele verschiedene Varianten. Mhm. Aber unterm Strich ist es im Endeffekt so, dass da an sich eine Lösung. Es gab die Lösung dieses Hilfsfonds, der funktionieren sollte zum jetzigen Zeitpunkt, wo das Programm ausläuft. Das Programm wurde nicht verlängert und der Fonds wurde nicht fit gemacht, dass die Auszahlung geht und deswegen ist da einfach eine riesige Zahlungslücke. Ob das von vornherein funktioniert hat, ist eine ganz andere Frage. Aber ja, die Zahlen sind unglaublich. Ja, ziemlich krass. 38% aller Mieter. Gut, es gibt weniger Mieter in Amerika als vergleichsweise in Deutschland. Ich würde sagen, gehen denen nicht die Mieter aus. Aber also, trotzdem. Wir wohnen ja auch schon viele im Trailerpark. Gehen denen nicht die Mieter aus? Sowieso. Aber gut, ich meine, was willst du mit einem Mieter, der nicht zahlt, ist auch egal. Ne? Der dann da ist oder nicht, ist ja dann egal. Im besten Fall egal. Ja.
Kommen wir zum Iran und kommen wir zum internationalen Handel. Das hat was mit internationalem Handel zu tun. Eine weitere Dimension, ich hatte ja schon Piraterie und verschiedene andere logistische Schwierigkeiten gegeben. Und es gibt eine weitere Schwierigkeit. Und zwar staatliche Konflikte, Staat zu Staat. Und das wird halt auch auf den maritimen Wegen ausgetragen. Hier haben wir einen sehr schönen Artikel. Iran und Israels unerklärter Krieg auf hoher See. Mit Potenzial für Eskalation, natürlich, warum auch nicht. Im Endeffekt geht es darum, dass hier die letzten 15 Fälle, die es gab, wo entweder Iran oder Israel ein Schiff in Bedrängnis oder angegriffen hat in den letzten anderthalb Jahren, Stand April. Gleich kommt noch ein kleines Update dazu. Aber es zeigt, in Anlehnung an den Krieg, den der Iran mit dem Irak geführt hat, bevor es zum richtigen heißen Krieg gab, da hat der Iran ähnliche Taktiken quasi gehandhabt. Quasi Angriffe auf die Handelsflotte von israelischen Schiffen. Beziehungsweise Israelis dann halt gegenüber dem Iran halt als Vergeltung. Muss man so sehen. Und ja, das behindert den weiteren Seehandel natürlich auch, wenn wir jetzt direkt zum nächsten Beispiel gehen. Das jüngste Beispiel hat es ganz schön in sich und das hat die ganze Sache sogar noch ein bisschen eskaliert. Vor der Küste vom Oman ist im Endeffekt ein leeres Tankschiff, was einem israelischen Reeder, glaube ich, gehört oder einer israelischen Handelsflotte, war natürlich unter einer anderen Flagge, wurde im Endeffekt attackiert von Drohnen. Drohnen, die angegriffen haben und geschossen haben anscheinend und zumindest eine Drohne, die quasi ein Selbstmordsprengkörper war. Der ist in der Brücke eingeschlagen und hat einen mutmaßlichen privaten Sicherheitsmann und einen der Brücken Besatzung getötet, mehrere weitere verletzt und das Ganze wird halt auch dem Iran zugerechnet, obwohl das Ganze noch nicht so hundertprozentig aufgearbeitet wurde und wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig aufgearbeitet werden kann, weil es absichtlich halt so gesteuert ist, diese Attacken. Allerdings, wenn du hier auch wieder ein bisschen runterscrollst, hier haben wir eine Update-Grafik, das ist die dritte Grafik, wenn du runterscrollst, da sehen wir einfach, was in den letzten 3 Monaten seit dem vorigen Artikel, wo gesagt wird, okay, wenn da mehr passiert, es könnte eskalieren, könnte ein bisschen heiß werden. Hier sehen wir allein, was in den letzten paar Monaten passiert ist. Die Grünen, wir haben hier einmal vor Israel und einmal am Ägypten, am südlichen Ende von Saudi-Arabien, einmal direkt vor der Küste von Israel bzw. Syrien, waren 2 iranische Schiffe, die von Israelis quasi bedrängt wurden und angegriffen wurden. Keine Todesopfer oder so, keine Kaperung oder so. Ja. Und dann haben wir verschiedene Schiffe, die Hyperion Ray und, ach, jetzt muss ich mal bei mir selber gucken, weil das ist hier so, die Hyperion Ray, die Tyndall, die Helios Ray, die Mercer Street, das letzte Schiff, von dem ich gerade berichtet habe, und die Lori, alles Schiffe von israelischen Reedereien oder israelischen Flotten, die halt mit iranischem Background in den letzten 3 Monaten quasi ja attackiert wurden mit, ne, sie wurden bedrängt, sie wurden vom Kurs abgefahren, Schaden am Schiff, Schaden an Triebwerken, keine Enterung oder sowas und keine Todesopfer bis jetzt. Aber jetzt und ein Angriff mit Drohnen und Todesopfer. 2 Besonderheiten. Oje, oje. Also, ne? Israel und Iran bekriegen sich auf hoher See. Den Artikel kann ich auch empfehlen. Auch sehr interessant. Wie gesagt, auch in Anlehnung an historische Sachen. Vergeltung jagt Vergeltung. Das Problem ist nämlich, das eskaliert und dann leiden irgendwann auch andere Schiffe darunter. Und was auf jeden Fall passiert ist, dass Handelsschiffe vielleicht ihre Frachtrouten ändern, um an solchen Konfliktherden vorbeizufahren. Oder man muss auch an andere Konflikte denken. Denken wir beispielsweise, was gerade
in jedem passiert. Ja, oder egal wo du einen Konflikt hast auf der Welt, es kann halt immer sein, dass wenn du mit deinem Schiff auch nur 50 Kilometer vor der Küste vorbeifährst, dass du da Probleme bekommst. Und das, ja, das verbessert die gesamte Situation unserer Lieferkette, die wir haben, nicht. Hat auch was mit Welthandel zu tun. Drama auf der ISS. Das hat jetzt nichts mit Welthandel zu tun. Russisches Modul dockt an und dreht plötzlich auf. Ja, es ist ein neues multifunktionales Modul an die ISS angekoppelt worden, nachdem der Vorgänger natürlich abgekoppelt wurde und in der Erdatmosphäre respektive im Ozean versenkt wurde, ist jetzt mit ein paar Jahren Verspätung die russische Ersatzstation angekommen. Und wie der Witz es natürlich wollte, gab es direkt eine Fehlfunktion. Und lustigerweise war dieser Artikel von TEN ausführlicher und informativer als viele andere richtige Nachrichten-Outlets, Science-Outlets. Ja, also falls euch wundert, warum gerade von TEN, warum, ne, die reden ja normalerweise nicht über Raumfahrt, aber heißt sehr viele interessante Informationen, was da halt im Detail passiert ist, falls das noch jemand nachlesen will. Im Endeffekt, was passiert ist, die Rakete hat gedockt und dann hat sie gedacht, oh, ich muss meine Position neu arretieren und hat die ganze Raumstation einfach mal um 45 Grad gedreht. Und hier sehen wir ein sehr schönes Bild der gesamten Station. Rechts unten sehen wir Nauka. Das ist das Modul, was ganz neu dran kam. Und dann hat die ISS quasi mit vereinten Kräften der Dragon-Kapsel, des Progress-Moduls, der Soyuz-Kapsel, die gedockt war, und der Manövriertriebwerke so lange gegengehalten, bis der Abbrechen-Knopf gedrückt werden konnte von den Russen. Und dann hat sich die ISS wieder zurückgedreht und alle waren glücklich. Aber jetzt muss man natürlich erstmal gucken, wo liegt denn der Fehler? Nicht, dass das nochmal passiert. Und deswegen sind jetzt natürlich wieder alle nächsten Flüge zur ISS ein bisschen verzögert. Naja. Also die Russen sind normalerweise sehr viel zuverlässiger. Ich will jetzt nicht so klingen lassen, als ob es typisch russisch ist. Ja. Obwohl sie dieses Modul wollten sie eigentlich im Jahr 2007 hochschicken. So viel dazu. Ja, das waren schon wieder die Weltraumaffen. Ich habe etwas eingerostet in der Zeit. In 12 Jahren, 13. Wir halten uns knapp in letzter Zeit. Wir versuchen ein bisschen zu komprimieren, das Ganze. Ja, wollt ihr mehr, wollt ihr weniger? Sagt uns Bescheid. Nee, dann sagen die, wollen 4 Stunden, ja, 5 Stunden streamen. Ich wollte gerade sagen, also ich mache doch hier nicht extra die Monetarisierung nicht an, damit ich hier auf irgendwelche Leute hören muss. Hallo. Ja, wir machen, was die Nachrichten lange hergibt, oder? Die wissen gar nicht, was das für eine Arbeit ist mit Schneiden, Rendern, Hochladen. Es wird gehört, was in den Äther kommt hier. Die ganzen Jump Cuts und so. Ja, ich glaube, Mammut schneide ich raus. Eigentlich sprechen wir ja irgendwie 7 Stunden lang miteinander, aber der Chris schneidet das dann hinterher so zusammen. Ich finde es irre, wie der es immer hinkriegt, das wie eine Live-Sendung. Also jetzt das ganze Schnarchen muss auch raus zwischendurch. Ja, das kommt euch alles nur so vor wegen der Verzögerung hier von unserer Raumstation. Dann geht das ja einmal über die ISS und dann erst zu euch. Ne? Wir sind heute im Studio in Tokio wegen der Olympiade-Preis. Falls du es nicht gemerkt hast. Ja, da fängt jetzt langsam auch die schöne Zeit an mit Turmspringen und so. Ach, gerne. Tokio. Oh, ja, das wird doch wieder alles sexualisiert. Ich sehe das schon kommen. Ach ja, was sitzt du da denn? Ich finde, die sind alle flach wie Bretter. Dieser Sprungturm sollte als phallisches Element aus dieser Sportart verbannt werden. Kann man da nicht was Weibliches machen? Eine Sprungbrust. Brust ist dann auch wieder die Frage, das schließt dann auch wieder welche aus. Ei. Warum ist das jetzt weniger wert, wenn ich jetzt einfach an der Seite durch diese Treppe ins Becken reingehe? Du darfst das so elegant machen kannst. Du darfst vor allem nicht vom Beckenrand springen, das ist wichtig. Das mache ich auch nicht. Und der Bademeister. Ich gehe immer über die Treppe.
Vielleicht ist die Treppe so eine Art Symbol für dich, dass du einfach sagst, mir ist es lieber, Stufe für Stufe hinabzusteigen, als aus großer Höhe ins Wasser hineinzufallen. Als Salto für Salto zu machen, genau. Ja, das ist der Freiheitdienst, er schmettert, was ihr schadet. Licht, Knicklicht, Miete pro Kopf, klickt auf thatsafespace.net. Wenn ihr den Russen irgendwo seht, sagt ihm, er könnte mal wieder vorbeikommen. Ja. Bratwurst ist gut. Ja, immer. Warum nicht? Oh ja, Bratwurst. Nächste Woche gibt es für jeden, der mitguckt, eine virtuelle Bratwurst. Aus leckerem, aus leckerem Solarprotein. Aber wenn der Russe das nächste Mal mitmacht, muss ich mein Triebwerk zünden, damit wir nicht in Drift geraten. Ja, das werden wir hinkriegen. Der OPEX, der Opa. Ne? Ex-OPEX. Ja. Ja, denk da dran, ne? Es heißt Gender-Erzählung oder Gender-Mythos und nicht Gender-Theorie. Lasst euch nicht assumen. Ne? Lasst euch von Humorexperten nicht die Laune verderben. Sayonara! Vorerst. Am Institut für Humor. Godzilla, Kulturmarxist.